und herzlich willkommen zur niegelnagelneuesten Ausgabe des Telestammtisch, eurem Audio-Podcast, in dem es ja offensichtlich auch ziemlich oft um Comics geht. Und wie ihr vielleicht gemerkt habt, wir machen hier keine Comic-Besprechung oder ähnliches und wir führen hier nicht nur Interviews. Nein, wir haben hier ganz oft auch Metathemen am Start. Und Metathemen bedeutet so viel, wie dass wir uns ja eben über Dinge unterhalten. Und in dem Fall geht es hier letztlich mal um ein allgemeines Thema. Heute geht es um Webcomics. Webcomics, ein großer Begriff, in dem viel drinsteckt, über den man sich sehr lange unterhalten kann. Und das werden wir heute wahrscheinlich auch tun. Ja, und wir, das ist wirklich die Creme de la Creme der Menschen, die man sich aussuchen kann für genau eine solche Besprechung. Ich bin sehr froh, heute hier drei Personen am Start zu haben, die wirklich da, glaube ich, also sehr gut drin sind und sehr gut geeignet sind. Die erste Gästin der Runde ist jemand, den ich sogar schon ganz persönlich kennenlernen durfte. Sie ist nicht nur Illustratorin, Comic-Künstlerin, Autorin und total cool. Sie ist unter anderem auch jemand, den ich in München kennenlernen durfte, ganz persönlich, auf der Suche nach einem Taxi, und wir haben auch das ein oder andere Bier getrunken. Ich freue mich sehr, dass sie heute am Start ist. Hallo, Katharina Grewe. Ja, hallo, Andreas. Der Erste, Zweite, ich will ja keine Reihenfolge festlegen, der nächste Herr in der Runde, der heute mit am Start ist, von dem kann man, wenn ich richtig informiert bin, sagen, dass er natürlich auch Comic-Künstler ist. Er ist natürlich, also das kann man sagen, wenn man ihm auf Twitch zum Beispiel folgt, 3D-Animateur, und er ist, auch das ist, glaube ich, nicht zu weit hochgegriffen, derjenige, der den vermutlich erfolgreichsten Webcomic aus Deutschland produziert. Ich bin sehr froh, dass er heute mit dabei ist. Hallo, Daniel Lieske. Einen wunderschönen guten Abend in die Runde. Und der dritte Gast heute in der Runde ist jemand, der mir sogar ein Buch geschickt hat. Und das ist natürlich cool. Gleich so eine Bestechung von Anfang an. Hier geht es etwas um Theorie, so ein bisschen da letztlich um das Thema selbst. Ich bin froh, dass auch er nicht nur natürlich Comic-Illustrator und Comic-Künstler ist. Auch da gibt es aktuelle Dinge von ihm zu kaufen. Nein, er hat vor einiger Zeit auch ein Buch geschrieben mit dem Titel Webcomics, Einführung und Typologie. Und es ist eben so total sinnvoll und gut, ihn heute hier mit in die Runde zu packen, weil er halt vielleicht einfach noch ein bisschen mehr Theorie mitbringen kann. Hallo, Björn Hammel. Hallo, guten Abend. Hi. Habe ich bei irgendwem in der Anmoderation einen krassen Fehler gemacht oder passt so ungefähr? Ach ja, passt schon. Sehr gut. Ja, geil, heute soll es um Webcomics gehen. Ich glaube, Webcomics, das ist irgendwie so ein Begriff, den habe ich das erste Mal aufgeschnappt, als ich ein bisschen mehr mit der Comic Solidarity zu tun hatte. Und möchte vielleicht auch die Frage mal so ein bisschen, ja, auch an den Björn erstmal weiterreichen. Wir haben hier so einen ungefähren Ablaufplan, ungefähre Stichpunkte. Wir müssen mal gucken, wie wir die heute mit einbauen können. Aber die Frage, was Webcomics eigentlich sind, die lässt sich gar nicht so leicht beantworten. Es gibt da verschiedene Ansätze und Ideen. Björn, wenn du versuchen müsstest, Webcomics, sag ich mal, zu definieren, wie würdest du das machen? Na, erstmal, indem ich geschmeidig das eigentliche Problem umgehe, nämlich, was sind Comics? Allein da können wir schon tagelang drüber reden. Ich habe mich in meiner Definition einfach darauf zurückgezogen, zu sagen, Webcomics sind Comics, die online veröffentlicht werden und für die in der Regel ein digitales Endgerät benötigt wird, um die auch zu lesen. So. Mhm. Ein digitales Endgerät, das heißt also, was ich zum Beispiel auf Comixology kaufen und runterladen kann, die ganzen Superhelden, das sind auch alles Webcomics. Ja, genau. Also, wie immer, Definitionen sind zum Streiten da, aber nach meiner Definition ja. Ich habe mir das Ganze ja schon sehr stark unter einer technischen Perspektive angeschaut, und eine Differenzierung zwischen digitalen und Webcomics halte ich an der Stelle eigentlich gar nicht für so wichtig und relevant, weil die im Grunde technisch alle dasselbe können. Aber im Gegensatz zum Buch sind das halt Tertiärmedien, weil ich immer ein Endgerät oder einen extra Vermittler brauche, mit dem ich die Dinger überhaupt lesen kann. Katharina, als ich vorab die Hörenden gefragt habe, sie sollen mir doch bitte mal Webcomics nennen, die was anders machen als quasi nur, in Anführungsstrichen, ein Panel neben dem anderen zu präsentieren, warst du dein Werk, das Hochhaus, das mit Abstand am häufigsten genannte Werk. Und ist das jetzt eigentlich mehr so ein Webcomic? Weil die gibt es ja auch gedruckt. Natürlich gibt es das inzwischen gedruckt, aber es ist entstanden als Webcomic und ich habe es auch am Anfang wirklich nur als Webcomic gedacht. Das hat sich jetzt später durch Zufall ergeben, dass daraus ein Buch geworden ist. Aber am Anfang habe ich das so nicht gesehen und wollte das eigentlich auch gar nicht. Und gehst du mit der eher technischen Definition von Webcomic überein mit dem Björn? Ja, ich würde das auch irgendwie nicht so eng fassen. Also das jetzt zu unterscheiden zwischen irgendwelchen PDFs, die man irgendwo runterlädt oder sich das direkt im Browser anguckt. Also das wüsste ich jetzt auch nicht, warum das so wichtig ist. Mhm. Okay. Also wenn man sich streiten möchte, dann kann man das natürlich tun, aber ich
bin da so ein bisschen willenlos irgendwie. Ja, ist ja cool. Ich meine, gerade diese Definition von Comics, was sind sie nicht? Ist es immer sequentielle Kunst oder eben nicht? All diese ja, klassischen Definitionen, die es vielleicht auch gibt, wie aktuell sind sie noch und ja, vielleicht wäre auch wie streitbefangen. All das können wir heute vielleicht noch mit einfließen lassen in unser Gespräch. Aber es ist schon mal gut, dass das vielleicht nicht so ganz so krampfhaft eng gesehen werden muss. Daniel, wie sieht es bei dir aus? Machst du Webcomics? Ja, ich bin schon gerade am Grübeln. Also ich habe ja die Wormworld-Saga auf der Webseite untertitelt mit A Digital Graphic Novel. Und ja, mit dem Begriff versuche ich auch immer konsistent zu verwenden in der Kommunikation, einfach um, ja, keine Ahnung, weil es immer gut ist, Sachen konsistent zu halten, sage ich mal. Die Sache mit Webcomics, mir würde jetzt noch der Begriff digitale Comics einfallen. Und vielleicht sind digitale Comics dann auch vielleicht etwas, was mehr so in die Richtung des Download-PDFs geht oder sowas. Oder die Sachen, die man auf Comixology kauft. Wenn ich jetzt mir ein Bein ausreißen müsste, um eine Definition von Webcomics zu geben, dann würde ich sagen, vielleicht könnte man sagen, alle Comics, die permanent online irgendwo gehostet sind und über den Browser gelesen werden können. Das ist für mich so das, was ich mit einem Webcomic verbinde. Das heißt, ein PDF, das ich mir downloade zum Beispiel, um es auf einem Tablet oder auf meinem Rechner zu lesen, wäre für mich eigentlich so vom Gefühl her zumindest kein Webcomic. Weil eine konsequente Online-Verbindung da sein sollte aus deiner Perspektive. Ja, weil irgendwie dieser Web-Aspekt für mich bedeutet, dass das Ding online ist und dass es auch gar nicht mal auf meinem Rechner abgespeichert sein muss, damit ich es lesen kann. Ach, da mache ich es jetzt aber auch noch mal ein bisschen komplizierter. Es gibt nämlich vom Hochhaus eine Offline-Version, die zwar im Browser sich öffnet und gelesen wird, aber keine Internetverbindung braucht. Was sagst du dazu? Ja, ich habe natürlich auch Download-PDFs mittlerweile von meiner Geschichte. Sie sind dann einfach nicht die Webcomic-Version. Das sind dann die digitalen Graphic-Novel-Versionen zum Download. Ja, wenn ich jetzt gemein bin, würde ich jetzt anführen, dass es natürlich irgendwie alle Varianten gibt. Und auch bei Comixology brauche ich häufig eine Internetverbindung, um die zu lesen. Deswegen habe ich halt irgendwann entschieden, eigentlich ist es sturzegal. Im Grunde genommen sind digitale Comics, zeichnen sich dadurch aus, dass sie relativ ähnliche Möglichkeiten haben. Auch die Reader sind ja nicht einfach immer nur eine Darstellung. Bei Comixology kann ich das, wenn ich Download habe, offline lesen, aber ich sehe sie ja nicht als PDF, sondern teilweise Panel für Panel. Ja, also man kann da sicherlich noch länger drüber streiten, aber ich glaube, am Ende des Tages, die Frage ist halt, was gucke ich mir an? Gucke ich mir die Ästhetik des Webcomics an, so wie es Lukas Wilde gerne macht, und fragt sich, was gibt es da eine besondere Ästhetik, eine besondere Darstellungsform, oder gucke ich mir an, was können die denn dadurch, dass sie digital sind, eigentlich mehr als gedruckter Comic? Und ja, wenn man sich von der Perspektive nähert, habe ich irgendwann gedacht, so richtig entscheidend ist es nicht, ob ich jetzt gerade online bin oder nicht, ob ich es mir erst downloadet habe oder nicht. Ich kann ja auch jede Website downloaden. Das ist ja eine Funktion, die schon ganz alt ist. Von daher hatte ich das Gefühl, da komme ich nicht so richtig weiter mit der Frage. Mhm. Ich persönlich möchte auch tatsächlich gar nicht den Eindruck erwecken, dass ich das Feld großartig fragmentieren möchte. Ganz im Gegenteil, eigentlich, was ich immer mitbekomme, auch so in internationalen Diskussionen zwischen Comic-Künstlern, ist, dass der Begriff Webcomic eigentlich eher als hinderlich aufgefasst wird. Das, was ich zum Beispiel auch dadurch äußert, dass es, glaube ich, bei den Eisner Awards, wenn ich da richtig informiert bin, eine extra Kategorie für Webcomics gibt und da dann auch diskutiert wird, warum soll ein Webcomic eine andere Kategorie sein als ganz normale Comics, warum werden die nicht zusammen auf einer Augenhöhe mit den Printausgaben, die auch bei den Eisner Awards bewertet werden, zusammengefasst. Also wenn es nach mir ginge, dann könnte man auch einfach Comics sagen, ehrlich gesagt. Das ist natürlich gar nicht schlecht, aber gerade auch der Ansatz, den der Björn vorhin kurz genannt hatte, das war der, der mich ursprünglich dazu brachte, auch über diesen Talk hier nachzudenken, über das Thema, nämlich die Frage, ob Webcomics und letztlich ihre Möglichkeiten so eine Art Comic 2.0 sind, die Evolution der Comics, ob das nicht der neueste heiße Scheiß ist und auf kurz oder lang geht das alles dahin über. Auch die diversen Formen von ja letztlich digitalen Webcomics, die es gibt, über die wir im Detail an Beispielen nachher auch nochmal kurz sprechen werden. Ist das nicht eben genau das, worauf es irgendwie hinausläuft, weil das gedruckte klassische Panel vielleicht einfach irgendwie zu altbacken ist? Und dann vielleicht auch im gleichen Atemzug die Frage,
ist die Entscheidung fürs gedruckte Panel oder generell fürs Panel und für den klassischen Seitenaufbau auch digital, nicht aber auch eine bewusste? All das waren Fragen, die da irgendwie auch, finde ich, eine Rolle gespielt haben. Und deswegen auch noch die provokative Frage in den Raum gestellt, vielleicht auch mal an dich ein bisschen weitergeleitet, Björn. Sind Webcomics die besseren Comics, weil sie eben mehr Möglichkeiten haben zum Beispiel? Nee. Nee, relativ klares Nein. Da wäre ich jetzt erstmal wieder einen Schritt zurückgehen und wäre bei Daniel. Webcomics sind auf jeden Fall einfach auch erstmal Comics, ne? Und die besseren Comics, nur dadurch, dass sie technisch mehr Möglichkeiten haben, sind sie sicherlich nicht. Manchmal vielleicht insofern ein bisschen im Gegenteil, weil sie noch üben und die neuen Technologien halt gerne mal verwendet werden und auch vielleicht schick fürs Auge eingesetzt werden oder für die Optik, aber das als Ganzes dann vielleicht narrativ gar nicht immer so gut funktioniert. Da haben die gedruckten Comics einfach eine Menge mehr an Erfahrung. Und von daher, nee, sind nicht die besseren Comics, aber vielleicht die etwas lebendigeren, was Bewegung, Veränderung, Entwicklung und auch vielleicht sogar ein bisschen, was die Szene angeht, wenn man das Wort in den Mund nehmen mag. Ja, man kann es ja schon mal fragen. Kommen wir doch noch mal kurz zum Hochhaus zu sprechen, der ja als Webcomic begann und der sich ja eben durch diese sogenannte Infinite Canvas, also quasi durch diese Schriftrollenfunktion, ja auch von anderen Comics unterscheidet. Ähnlich wie genau auch die Wormworld-Saga natürlich. Aber Katharina, wie sieht das aus? Wie bewusst war denn diese Entscheidung, diese, sag ich mal, Facette des Webcomics zu nutzen? Die war natürlich hundertprozentig bewusst. Also ich habe es ja irgendwie extra als Webcomic erfunden. Und ich habe auch, die Idee entstand daraus, dass ich irgendwann feststellte, dass Häuser so gebaut werden, wie Blogs sich aufbauen. Also bei Blogs ist es ja auch so, ich schreibe einen Artikel und der rutscht nach unten und das neueste Stockwerk oder der neueste Artikel ist oben. Und das ist ja eine Analogie zwischen Architektur und einem Blog. Und dann sah ich quasi vor meinem inneren Auge diese Comic-Geschosse, die sich aufeinander stapeln, und zwar Woche für Woche. Und also es ist sozusagen aus der Idee des Internets heraus entstanden. Es ist nicht irgendwie sozusagen, ich hatte nicht die Idee, dieses Haus zeichnen zu wollen und habe dann zufällig das Internet entdeckt, sondern es ist schon aus einer Funktion des Internets heraus des Internets heraus entstanden. Also du hast quasi die technische Möglichkeit erkannt und weil du halt einfach auch noch professionelle Comiczeichnerin bist, hast du das halt einfach mal sinnvoll kombiniert. Genau, und dann auch noch studierte Architektin. Also da kamen so ein paar Sachen zusammen irgendwie und das hat sich quasi nötig und logisch daraus ergeben. Ja, und wie sieht das dann aus? Du hast dann gedruckte Fassung ja auch später, gibt es ja auch, ich habe ja die Schriftrolle hier zum Beispiel liegen, die ich mir ganz aktuell gekauft habe, aber es gibt ja auch diese gebundene Fassung als, wenn man so will, klassische Graphic Novel. Und ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass sogar so vom reinen Leseerlebnis wirklich die Webcomic-Version wahrscheinlich noch die faszinierendste ist oder vielleicht auch die, für die wirklich einfach das Werk am besten funktioniert aus verschiedenen Gründen, gleich gefolgt nach von der Schriftrolle. Und das finde ich schon faszinierend einfach, weil dann das natürlich auch ein ganz besonderes Leseerlebnis einfach auch ist. Das Lustige ist, natürlich, weil es der Ursprung ist, liegt mir der Webcomic von diesen drei Varianten immer noch am dollsten am Herzen. So, also der hat dann ja auch noch so ein kleines Feature. Es gibt einen Aufzug, da kann man dann auf das Stockwerk drücken, was man sucht und so. Aber ich habe dann, als die Sachen dann tatsächlich in der Welt waren, als Buch und als Rolle, festgestellt, dass jedes einzelne Medium seine eigenen Vorteile hat. Also das Buch zum Beispiel gegenüber, also das klassische Blätterbuch gegenüber dem Webcomic ist, dass man sich mehr Zeit nimmt und verweilt und irgendwie da näher rankommt, habe ich das Gefühl. Also so, dass ich einfach mehr Zeit für die Details habe, weil im Internet irgendwie bin ich dann auch immer so ein bisschen unruhiger oder ungeduldiger und beim Buch nehme ich mir mehr Zeit und die Buchrolle jetzt wiederum hat den Vorteil gegenüber dem klassischen Buch diese besondere Haptik des Hin- und Herrollens. Also das fühlt sich ganz toll an. Das ist auch irgendwie sowieso ein tolles Objekt mit so einem Cover mit Magneten drin, auf dem man das dann den Rest der Rolle aufrollt und sowas. Also sie haben alle drei irgendwie nochmal etwas, was sie von dem anderen unterscheidet und besonders macht.
Ja, also man merkt auch schon, wie du schon sagst, es ist nicht so, dass man sagen kann, die eine Version wäre besser als die andere. Jeder hat für sich eben Vor- und Nachteile. Und das war für mich tatsächlich auch eine Erkenntnis der letzten Wochen, dass das keine Evolution in eine Richtung darstellt, diese Digitalisierung von jetzt eben sequenzieller Kunst. Mhm. Daniel, wie sieht es bei dir aus? Auch du bist ja wahrscheinlich, also weltweit gesehen, einer der also bekanntesten Beispiele wahrscheinlich für ja einfach diese Infinite Canvas, für diese Schriftrolle. Wie sind deine Erfahrungen damit? Warum hast du dich dafür entschieden? Ja, also ich habe, bevor ich angefangen habe mit meinem Projekt, sehr viel recherchiert, muss ich sagen. Also ich habe das schon ein bisschen vorbereitet. Ich habe mir dann die einschlägigen Podcasts abonniert und da immer fleißig gehört und viel gelernt über Webcomics. Und ich hatte vor allen Dingen auch immer noch vor Augen die Bücher von Scott McCloud. Und der ist natürlich zum Thema Infinite Canvas eigentlich die Referenz. Wahrscheinlich hat er den Begriff sogar geprägt, glaube ich. Und der hatte eigentlich schon ziemlich früh dafür plädiert, dass man am Bildschirm sich nicht auf diese, ja, das Gefängnis des Seitenlayouts beschränken sollte, sondern dass man das freier denken sollte. Und der hatte auf seiner eigenen Webseite auch schöne Beispiele. Ich glaube, der Zott Webcomic, da gibt's mehrere Episoden auf seiner Seite. Und die waren für mich direkte Inspiration, um meine Geschichte auch mit diesem Infinite Canvas Ansatz zu machen. Weil ich halt gesehen habe, dass man da ein paar sehr interessante Möglichkeiten hat. Ich weiß noch, dass es eine Episode gibt von Zott, wo die Protagonisten aus einem Flugzeug oder aus einem Raumschiff rausspringen und dann über mehrere Bildschirmhöhen einfach durch die Luft fliegen und runterfallen sozusagen, bis sie dann irgendwann unten ankommen, und man verfolgt das Ganze durch seine Scrollbewegung sozusagen. Das habe ich teilweise auch in meiner Geschichte aufgenommen. Ich habe auch eine Szene in einem Kapitel, wo der Protagonist einen tiefen Sturz erlebt und man ihm sozusagen dabei verfolgt. Und das war so eine ganz direkte Inspiration. Und ja, hinzu kam noch, dass ich wahrscheinlich gerade zu dem Zeitpunkt anfing, wo, sage ich mal, das Refinanzierungsmodell über Bannerwerbung auf Webseiten so langsam am Aussterben war. Das bekam ich so mit. Ich hatte bis zu dem Zeitpunkt selbst nicht viel Erfahrung damit, Anzeigen auf meiner Webseite zu schalten. Das war für mich überhaupt gar kein Thema. Aber die ganzen Webcomic-Artists, denen ich da gefolgt bin, die haben immer gepredigt, ja, man muss zusehen, dass man Page-Views macht, dass man blättert, ne? Das habe ich erst später auch wirklich voll und ganz begriffen, dass diese Aufteilung auf Seiten teilweise auch im Webcomic-Bereich darauf zurückzuführen war, dass die Betreiber dieser Webcomics Page-Views erzeugen wollten. Wenn du durch 10 Seiten blätterst, erzeugst du 10 Page-Views. Wenn du auf eine Infinite-Canvas-Seite drauf gehst, erzeugst du einen Page-View. Und deshalb wurde das, obwohl es schon seit 10 Jahren postuliert wurde von Scott McCloud, hat das kein Mensch gemacht. Weil es nicht mit den damaligen Refinanzierungsmodellen Hand in Hand ging. Und ich persönlich hatte mir aber nie Hoffnungen gemacht, genug Traffic auf meiner Seite zu erzeugen, um überhaupt Bannerwerbung schalten zu können, und habe dann gedacht, nee, dann machst du es jetzt einfach mal, wie Scott McCloud gesagt hat, weil das sieht cool aus und dann soll man das doch auch mal ausprobieren. Und wie das im Detail dann funktionierte, also gerade die Frage, wie ich, keine Ahnung, jetzt plötzlich dann doch daraus irgendwie eine Geschichte erzähle, das heißt also mehrere Bilder ineinander verwebe, doch letztlich auch Panels benutze, damit musstest du dich nochmal gezielt beschäftigen oder war das mehr so ganz ein natürlicher Prozess? Ja, ich hatte schon in meiner Vergangenheit Comics gemacht. Also das war schon in der in der weiterführenden Schule, als ich so 15, 16 war, habe ich Comics gezeichnet, ganz klassisch. Meine Vorbilder waren dann Asterix und so. Das waren ganz klassische Comichefte, vom Format ein bisschen kleiner. Also ich habe da jetzt kein französisches Albumformat gemacht, sondern mehr so das typische Copyshop DIN A5 Heftchen, sag ich mal. Aber das war sehr klassisch. Das heißt, das Erzählen von Geschichten in sequenzieller Form, das war mir schon mehr oder weniger vertraut. Im Grunde war dieser Ansatz, dann das nicht auf Seiten aufzuteilen, sondern einfach das als einen großen Verlauf zu denken, war einfach eine Erweiterung, sage ich mal, des Ganzen.
sehr faszinierend. Das ist ein ganz anderer Produktionsprozess, auf den wir sicher auch nochmal zu sprechen kommen werden. Also wirkt schon, wir haben wirklich eine riesen Liste an Dingen, die wir hier irgendwie einbauen wollen. Mal gucken, ob wir das hinbekommen oder auch nicht. Oder vielleicht irgendwann mal einen zweiten Teil nachschieben müssen. Aber da stecken ganz viele Fragen auch im Detail. Webcomics, das ist ja wirklich, das ist ja sehr viel. Also wir haben ja hier auch eine Menge Beispiele am Start, denn es gibt ja nicht nur dieses Schriftrollenprinzip. Für mich war einer so der erste Kontakt mit, wenn man so will, diesem Aufbrechen dieser Panelstruktur, als ich auf einer Comicveranstaltung eine Lesung gesehen habe. Eine Lesung vom Heiko Hörnig und seinem Kollegen zu A House Divided. Das ist ein ganz toller Comic, der bei Carlsen unter anderem erscheint. Eine Reihe, wo es auch, glaube ich, jetzt schon den dritten Band gibt. Und die haben so eine Teilanimation gemacht. Wer Heiko Hörnig und sein Schaffen kennt, der weiß, dass er auch im Animationsbereich auch recht aktiv ist und auch einiges schon gestemmt hat. Und das fand ich ganz faszinierend, weil ich eigentlich nur eine vergleichbare Sache kannte und das waren auch so teilanimierte eher so Stills von Marvel, ja, irgendwelche Superheldengeschichten, wo das waren schon irgendwie auch Trickfilme, aber letztlich waren es doch eher so ineinander geschobene Panels und das empfand ich schon als interessant und fragte mich, ob das nicht vielleicht irgendwie so ja ein nächster Schritt sein kann oder vielleicht so eine Art Bindeglied zu meinetwegen einem Zeichentrickfilm. Und finde das schon auch faszinierend. Wie sieht das aus? Könntet ihr euch vorstellen, dass diese Möglichkeiten, die es eben gibt von Webcomics, insbesondere jetzt meinetwegen die Schriftrolle oder eben auch Teilanimation, dass man damit zum Beispiel auch Leute, meinetwegen Fans anderer Medien, so ein bisschen zum Comic locken kann? Katharina, wäre es durchaus denkbar, dass jetzt, ja, derjenige, der jetzt eben, keine Ahnung, die so meinetwegen so einen teilanimierten Superhelden-Comic sieht, dass der dann vielleicht auch eher mal die Comics liest, wenn der vielleicht von den Filmen kommt? Könnt ihr das vorstellen? Ja, natürlich könnte ich mir das vorstellen. Also das ist ja alles möglich. Das war einfach nur so ein fixer Gedankengang. Ich frage mich halt, ob das irgendwie, ist das überhaupt gewünscht? Ist so diese Vermischung von verschiedenen Medientypen, ist das sinnvoll? Ich habe auch zum Beispiel, wir wären zum Beispiel der Sascha Dörp. Der Sascha Dörp ist ein Bekannter von mir, auch Comiczeichner, den der Björn auch sehr gut kennt, weil er zusammen mit ihm das Chamäleon gemacht hat. An der Stelle mal eine Empfehlung. Mit dem habe ich auch ein bisschen über das Thema Webcomics gesprochen und da ging es um die Frage, ob das nicht zu sehr verwischt, ob der Anspruch des Lesenden an den Comic da vielleicht nicht zu sehr aufgebrochen wird und da nicht vielleicht auch Möglichkeiten genommen werden. Björn, wie sieht es bei dir aus? Wie schätzt du das ein? Sind Webcomics vielleicht eine Art Bindeglied zu anderen Medien? Schwierige Frage. Ich habe da jetzt schon sehr viele Gedanken zum Kopf, auch als eben Katharina und Daniel zugehört habe, ist mir nochmal bewusster geworden, was auch meine eigene Erfahrung ist. Also erstmal gibt es so aus Machersicht, glaube ich, zwei Herangehensweisen. Warum will ich Webcomics machen? Ich glaube, die verbreitetste davon ist erstmal die, das ist ein günstiges Verbreitungsmedium. Das heißt, dann gehen Leute dran und wollen vor allem ihre Comics veröffentlichen. Und da gibt es aber eben auch, das sind die, glaube ich, ist die kleinere Gruppe an Leuten, die sehr gezielt sagt, nee, ich habe da einfach eine Idee, die kann ich erstmal so gedruckt gar nicht realisieren. Und dann fangen die an, vielleicht auch eben multimedial oder hypertextuell zu agieren. Wir haben damals, mein allererster Webcomic 1990, war genau das Thema. Wir haben einen Soundtrack gehabt zu einer Geschichte und ein Freund hat den Comic zugezeichnet. Das war ursprünglich gar nicht als Comic gedacht. Und dieser Soundtrack gehörte unbedingt dazu. Und zu der Zeit war es einfach echt noch teuer, erstens Bücher zu drucken und auch noch CDs dazu zu drucken. Da lag es dann damals nahe zu sagen, naja, wir kennen aber viele Nerds, die im Internet schon irgendwie sich auskennen, fragen wir doch mal jemanden. Und ein Kumpel hat dann einen Flash-Comic daraus gemacht. Das ging also gar nicht anders. Das war so gut und schön, gibt es heute nicht mehr, weil es keinen Flash mehr gibt. Aber da ist mir das schon aufgefallen, dass vielleicht Daniel vielleicht auch gleich nochmal irgendwie eher bestätigen kann oder vielleicht auch nicht, aber was auf deine Frage hinausläuft, da habe ich, glaube ich, oft erstmal eine ganz andere Lesergruppe, eine Zielgruppe, als ich sie habe im Comicladen. Die Leute, die das damals gelesen haben, das waren oft so gar keine Comicleser. Ob die dadurch jetzt mehr Comics gelesen haben, weiß ich nicht, ich hoffe es. Insgesamt vermischt sich das natürlich zunehmend, weil die meisten Print und Online bedienen. Diese ganzen verschiedene großen Medien-Schnittstellen der Superhelden-Comics, die inzwischen ja auch alle irgendwie als Blockbuster verfilmt sind, die gibt es halt auch irgendwie bei Comixology etc. pp.
Aber ich glaube, also es wäre schön, wenn es so ist. Ich habe nicht das Gefühl, dass sich insgesamt die Comic-Leserschaften vergrößert haben dadurch, sondern eher verschiedene Zielgruppen bedient werden. Aber vielleicht kann Daniel eher was dazu sagen, weil er ja auch sehr lange seine Wormworld-Saga vor allem im Netz publiziert hat und dann aber auch noch, glaube ich, ganz erfolgreich im Print und relativ viele Rückmeldungen hatte, zumindest online in den Chats und Foren. Ich weiß nicht, Daniel, hast du da einen Eindruck von? Also bei dem Thema kommt mir so eine Überschrift oder so ein Stichwort in den Sinn, das ist Motion Comics. Das ist eine Sache, die geistert schon seit langer Zeit so durch die Comic-Szene. Motion Comics, so im weitesten Sinne Comics, in denen sich was bewegt, in irgendeiner Form. Da gibt es sehr beeindruckende Beispiele. Was mir gerade in den Sinn kommt, ist ein Projekt, das hieß, glaube ich, Nico and the Sword of Light. Das ist ein Comic-Projekt von Bobby Chu, wo auch tatsächlich, glaube ich, eine Amazon-Trickfilmserie am Ende draus geworden ist. Da war es so, dass jedes einzelne Panel ein paar Sekunden lang animiert war wie ein echter Trickfilm, also auch mit dem Aufwand, sage ich mal. Dann habe ich gerade noch mal selber geguckt, weil tatsächlich gibt es sogar die Wormworld-Saga auf einer Plattform, die heißt Nanitz Comics. Da das Ziel der Betreiber ist, dem Comic mehr Tiefe zu geben, und die trennen in minutiöser Kleinarbeit die räumlichen Ebenen der Illustrationen auf, also Hintergrund, Charaktere, die Sprechblasen kommen auch nochmal auf eine andere Ebene, und wenn man da dann durchscrollt, dann scrollen die alle in einer unterschiedlichen Geschwindigkeit, und dann gibt es diesen Parallax-Effekt, das dann so aussieht, als würde man an einem räumlichen Gebilde vorbei scrollen und so. Also es gibt ganz viele Ansätze. Was sie alle gemeinsam haben, meiner Meinung nach, ist, dass sie alle nicht wirklich erfolgreich sind. Und der Begriff Motion Comics ist auch so ein bisschen so ein Schmähbegriff vor allen Dingen auch in der englischsprachigen Szene, so wie ich das wahrnehme. Die Meinung, die da mehr so unter den Bildnern vorherrscht, ist, dass Comics das nicht brauchen. Dass Comics nichts fehlt. Und dass ein animierter Comic nicht etwa ein besserer Comic, sondern ein schlechterer Animationsfilm ist. Und dass man deshalb weder den Comicleser oder den comic-affinen Menschen davon überzeugt und auch nicht den animationsaffinen Menschen, weil es halt einfach so eine Zwischenwelt ist, die für beide Seiten nicht hundertprozentig funktioniert. Und was aus meiner persönlichen Sicht auch eigentlich noch ein viel schlagenderes Argument ist, Motion Comics oder Comics, die in irgendeiner Form über Animation oder komplexere Techniken erweitert sind, bewegen sich immer noch im gleichen Ökosystem wie Comics. Und das ist kein besonders finanzkräftiges Ökosystem, will ich es mal so sagen. Also Comics zeichnen macht einen nicht reich. Und ich persönlich bin bisher sehr gut damit gefahren, alles selber zu machen und bloß nicht ein großes Team um mich zu bilden, um irgendwelche hochtrabenden Konzepte umzusetzen, weil das könnte kein Mensch bezahlen. Und daran krankt es, glaube ich, auch bei vielen dieser innovativen Konzepte, wo Animation und sowas mit reinkommt. Animation ist ein riesiger Mehraufwand gegenüber Standbildern. Und diese Arbeit muss gemacht werden, nur bezahlt sie einem letztendlich keiner. Na, nur wenn man den ganzen Schritt geht und sagt, okay, anstatt einem Comic mache ich jetzt einen Film, dann tritt man ein in das Ökosystem der Filmwirtschaft und hat dann die Möglichkeit, in dem Ökosystem mit großen Teams, mit großen Budgets, unter Umständen, wenn man Glück hat, dann in diesem Medium zu arbeiten. Ich fürchte, Motion Comics und diese ganzen Sachen sind sowas wie so eine Zwischenhölle, wo so nach dem Motto zu viel zum Sterben, zu wenig zum Leben. Naja, und dann finde ich, kommt auch noch mal rein aus künstlerischer Sicht dazu, es ist alles toll, was es für super technische Spielereien gibt, aber solange sie halt nur rein dekorativ sind und nichts mit der Geschichte zu tun haben und die Geschichte nicht voranbringen, dann ist das, finde ich, komplett überflüssig und sollte lieber weggelassen werden. Also da finde ich, da zieht dann immer noch der alte Gestaltersatz, Form follows Function. Also wenn es nicht zur Erzählung beiträgt, dann weglassen. Ja, ich glaube, deswegen sind auch diese klassischen Buchrollen oder Canvas, Infinite Canvas-Geschichten mit die erfolgreichsten, wie sie bei Daniel oder auch im Hochhaus angewandt werden, weil da ist das genauso. Da ergänzt sich das und unterstützt die Erzählung und die Handlung und es macht Sinn, auch in der Rezeption. Und
Da wäre ich ansonsten bei Daniel. Das gibt es sowohl für den Bereich dieser Zwischenhölle Motion Comic, die also weder Comic noch Animationsfilm ist. Das gibt es aber auch als Hybridversion in Richtung Spiel. Also wenn ich in den Bereich gehe, dass ich zum Beispiel hypertextuell erzähle. Daniel Merlin Guthrie hat da total spannende Sachen mitgemacht. Das heißt aber, ich habe keinen linearen Comic, nicht einen Erzählstrang, sondern an gewissen Knotenpunkten entscheide ich mich, wo geht die Geschichte weiter. Teilweise auch tatsächlich mit sowas wie Aufgabenstellungen, die aus Abenteuer-Adventure-Spielen früherer Art bekannt sind. Dann bin ich wieder in der Zwischenhölle. Dann habe ich nämlich wieder keinen richtigen Comic, aber auch noch kein richtiges Computerspiel. Ich glaube, da geht es diesen Phänomenen genauso. Und die haben das doppelte Problem, dass sie halt erstens selten funktionieren, so ganz einwandfrei narrativ, weil eben Form Follow Function nicht eingehalten wird. Und zum anderen, dass sie, selbst wenn sie mal gut und sehr interessant sind, aber so eine Sparte bedienen, mit der die meisten Leute einfach auch erstmal nichts anfangen können, weil die Erwartungshaltung kann ja nicht bedient werden, weil die Erwartung ist nicht da. Ne? Ich erwarte einen Comic oder einen Film oder ein Spiel und irgendwas dazwischen. Da muss ich schon sehr neugierig und aufgeschlossen sein, um mich da überhaupt erstmal drauf einzulassen. Es ist schon interessant, dass diese Zielgruppen so klar abgegrenzt zu sein scheinen. Und das finde ich auch ein bisschen erschreckend. Ist der Comicleser, der typische, einfach so konservativ, dass er nicht bereit ist, über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen? Weißt du was, ich muss zugeben, ich denke über meine Zielgruppe gar nicht so wahnsinnig nach. Also ich zeichne das, was ich unbedingt zeichnen möchte. Oder ich erzähle die Geschichten, die ich unbedingt erzählen möchte. Und wie das dann auf der anderen Seite wirklich ankommt und wie die Erwartungshaltung da ist, ich muss sagen, das ist mir gar, ich freue mich natürlich, also Entschuldigung, ich freue mich natürlich, wenn das Leuten gefällt. Aber mir vorher darüber Gedanken zu machen, das würde mich ja wahnsinnig machen. Also ich will doch erzählen, was ich erzählen möchte. Dann vielleicht wahrscheinlich auch einfach kreativ einschränken, das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Ne? Also muss man auch mal. Ja, also ich stelle keine Produkte her. Ja, genau. Das mag auch für andere Zeichner anders sein und die mögen auch andere Arbeitsprozesse haben, aber ich jedenfalls stelle keine Produkte her. Und deswegen mache ich mir vorab keine Gedanken über die Zielgruppe. Dann vielleicht mal ein Problem, das ich als Lesender wahrgenommen habe, und nämlich die Frage der Plattformen. Katharina und Daniel, ihr habt euch entschieden, euren jeweiligen Comic unter anderem auch auf eurer eigenen Webseite zu präsentieren, auf einer eigenständigen Plattform. Es gibt auch Plattformen, die ganz viele Webcomics bündeln und präsentieren. Also ich glaube, Tapas ist somit eine der bekanntesten. Es gibt da sau viele, ich kenne die alle gar nicht so genau. Webtoons und hast du nicht gesehen. Wenn ihr noch welche kennt, dürft ihr sie gerne nennen. Aber so insgesamt habe ich den Eindruck, dass irgendwie jeder sein eigenes Süppchen kocht und man muss schon irgendwie auch genau wissen, wo ich die Comics so finde. Will damit sagen, dass die Verstreuung im Internet, also der Ort, die besten Webcomics, die es gibt, zu finden, das ist schon echt schwierig, weil es nicht so diese zentrale Anlaufstelle gibt, wie es jetzt meinetwegen für Filme irgendwelche großen Streaming-Portale gibt. Das ist ein Problem. Wie bewusst war denn, Daniel, deine Entscheidung, das auf deiner eigenen Plattform zu machen? Oder andersrum, du hast auch von einer anderen Plattform erzählt, auf der du veröffentlichst. Wäre es nicht sinnvoll, wenn sich alle bei einem großen Monopol irgendwie treffen würden? Ja, das ist tatsächlich eine wirklich ganz interessante Frage, die ich mir auch in regelmäßigen Abständen immer wieder stelle. Also meine Strategie, was das angeht, ist im Moment die, dass ich versuche, einfach auf so viele Plattformen zu gehen, wie es vom Aufwand her zu rechtfertigen ist. Ich habe mir mal irgendwann vor 2 Jahren die Mühe gemacht, wirklich meine gesamte Story bis zu dem Zeitpunkt umzulayouten, damit man sie auf Webtoons veröffentlichen kann, zum Beispiel. Dann habe ich jetzt im letzten Jahr einen großen Aufwand da reingesteckt, mein Infinite Canvas-Format in Seitenlayout runterzubrechen, damit ich auch eine PDF-Version zum Beispiel anbieten kann. Dann gibt es die Wormhole-Saga auf der Nintendo Switch in einer bestimmten App. Dann, wie gesagt, dann diese eine Plattform, ich musste sie nachschlagen, weil es schon ein bisschen länger her ist, Nanits Comics, wo es das in Parallax-Scrolling gibt und sowas. Also die Frage auf der Plattform ist letztendlich auch eine Frage des Aufwands. Also wie viele alternative Layouts will man machen und was will man damit erreichen? Dass die Wormhole-Saga zum Beispiel auf Webtoons ist, ist grundsätzlich erstmal eine coole Sache. Sie hatte letztens die 7000 Abonnenten
überschritten, was zwar erbärmlich ist im Vergleich zu den professionellen Webtoons-Sachen, die auch von Webtoons selbst bezahlt und produziert werden. Die haben Millionen von Followern. Aber für einen Independent-Comic ist es schon gar nicht schlecht. Nur heißt das, dass man im Grunde, um diese Follower zu halten, dann halt einen Mehraufwand hat, weil mein natives Layout nicht auf Webtoons funktioniert. Weil Webtoons ist auf einem hochformatigen Smartphone-Screen ausgelegt und ich bin mehr auf einen querformatigen großen Bildschirm oder einen Tablet ausgelegt. Und ja, ich meine, am liebsten wäre man überall, aber irgendwie muss man sich auch fragen, okay, worauf kommt es eigentlich an? Und ich habe mich dann eigentlich immer, also für mich ist die Rückfalllösung immer meine eigene Webseite. Und da gestalte ich alles so, wie ich es mir vorstelle. Und am liebsten, am praktischsten wäre es, wenn alle Leute diese Seite kennen würden und da immer auch alle freiwillig hingehen würden und ich sie nirgendwo anders veröffentlichen müsste. Aber das ist leider so ein bisschen unrealistisch, dieser Ansatz. Ja, das sind tatsächlich auch vor allem, scheint mir, technische Hürden, scheint da auch ein großes Problem zu sein. Du musst ja als lesende Person auch das entsprechende Gerät zum Beispiel haben. Ja? Also du kannst natürlich auf deinem Smartphone lesen, du kannst auf deinem Tablet lesen, du kannst letztlich überall lesen. Das musst du dir aber auch erstmal leisten können. Du brauchst Strom auf dem Gerät und so, das brauchst du bei einem Buch alles nicht. Das sind schon auch, sag ich mal, gewisse Hürden, die da auch vielleicht gestellt werden. Und es ist sehr, sehr interessant, dass du das, wie du das so beschreibst und wie du es formulierst. Es ist mittlerweile auch eine Frage der Accounts. Welche Accounts haben die Leute? Sind die Leute zum Beispiel auf Patreon? Sind die Leute auf, haben die einen Webtoons-Account? Haben die Leute einen Gumroad-Account, um dort einen PDF runterzuladen? Also man muss sich fragen, welche Hürden stehen eigentlich zwischen mir und den Leuten, die meine Geschichte lesen sollen? Und die niedrigste Hürde ist natürlich, wenn man es einfach auf die Webseite stellt und die Leute auf einen Link klicken müssen und dann anfangen können zu lesen und überhaupt gar keine Accounts oder irgendwelche Plattformzugänge oder irgendwas brauchen. Nur ist das dann natürlich auch die Lösung, die kostenlos ist und letztendlich dem Produzenten auch kein Einkommen generieren kann. Da gleich auch nochmal die Frage zu den Farben und den unterschiedlichen Displays. Bei dir ist die Colo ja wirklich sehr ausgeprägt und wir wissen, es gibt hunderttausende verschiedene Displayarten, verschiedenen Beleuchtungsgraden und verschiedene Farbdarstellungen, sodass dein Comic in der Version, die man da aufrufen kann, ja irgendwie überall ein bisschen anders aussieht, oder? Ja, damit muss man einfach leben. Aber ich sag mal so, ich komme ursprünglich aus der Computerspielebranche und da hat man von Anfang an immer das Problem gehabt, dass jeder Kunde sozusagen oder jeder Spieler seinen Monitor, einen anderen Monitor hat oder den Monitor anders eingestellt hat. Da macht man sich dann im Grunde keine Gedanken drumherum. Solange man die Sprechblasen lesen kann und schemenhaft erkennen kann, was gezeichnet wurde, ist alles in Ordnung. Und vor allem kann man sich in der Art und Weise des Lesens, indem man selbst durch den Comic durchscrollt, selber entscheiden, in welcher Geschwindigkeit und bis zu welchem Zeitpunkt ich das Ganze lese. Es gibt ja durchaus auch Konzepte, das hattet ihr auch gerade beschrieben, mit einfliegenden Sprechblasen. Mir fällt da unter anderem ein, auch vom lieben Hock, dem Heinz-Olaf Klöppel, seine Sequential-Seite, auf der er unter anderem seinen Comic Touch auch präsentiert, der auch genau das hat, teilweise auch synchronisiert mit einer fest vorgegebenen Lesegeschwindigkeit, also Vorlesegeschwindigkeit viel eher. Und auch das ist schon ein Beispiel für einen gravierenden Unterschied zu ja einfach dem Comic in meiner Hand, den ich nach eigenem Gutdünken in eigener Geschwindigkeit lesen kann. Ist das nicht eine Einschränkung, eine negative Einschränkung, Björn, diese Vorgaben in der Geschwindigkeit des Konsums? Tja, also die Medienwissenschaftler beschäftigen sich mit solchen Fragen sehr, sehr gerne, was erzählte Zeit und Erzählzeit angeht und die Möglichkeit, ob und wie weit Leser oder Rezipienten in der Lage sind, darauf Einfluss zu nehmen. Das geht so weit, dass das mit sowas wie Unabhängigkeits- oder Demokratisierungstendenzen sogar in Verbindung gebracht wird. Ich finde, das ist ein bisschen oversized. Ich meine, die Frage ist ja auch, ist es ein Nachteil, dass ein Film einfach weiterläuft, wenn ich ihn gucke? Ich lasse mich halt drauf ein. Ne? Und ich kann halt auf die Pause-Taste drücken und ich kann auch bei teilanimierten Sachen gegebenenfalls später wiederkommen. Also für mich als Konsument oder Leser hat das eigentlich nie eine besondere Rolle gespielt. Obwohl es natürlich medientheoretisch schon ein Unterschied ist, ja. Ich finde aber ich finde es ziemlich autoritär. So, also gerade bei Sprechblasen, also die Lesegeschwindigkeit von Menschen, die sind dann doch irgendwie ziemlich unterschiedlich. Und das ist auch was anderes als im Film. Also du folgst dir dem gesprochenen Wort sehr viel schneller als dem geschriebenen. Und da war jetzt also spontan meine Empfindung irgendwie so, nee, hätte ich eigentlich keine Lust drauf, weil mir da jemand irgendwie vorgibt,
auch was ich mir zuerst angucke oder ob ich zuerst lese oder mir das Bild angucke. Also das finde ich autoritär, ja. Ja, ich habe jetzt nicht so eine konkrete Vorstellung davon, dass da die Gesprächsblasen in einem Tempo durchfliegen und dann weg sind. Also wir haben das damals mit unserem Flash-Comic eben auch im Grunde genommen so gemacht. Ich kenne das ansonsten von meinen Kindern als Bilderbuchkino. Ja, das heißt, ich drücke halt irgendwie auf Play und dann wird halt das nächste Bild eingefadet und dann kommt vielleicht von oben eine Sprechblase runter und rechts ein Textkasten. Da kann ich es lesen, aber dann klicke ich auch irgendwie, wenn das nächste Bild kommt, das nächste eingefadet wird. Wenn das natürlich wirklich weg oder rausfliegt, dann wäre das vielleicht auch anstrengend, weil man sich ja tatsächlich dann irgendwie ranhalten müsste. Ja, da kenne ich jetzt aber kein Beispiel. Also die meisten Sachen, die ich kenne, wenn es ums Lesen geht, achten schon darauf, dass man noch einen Rest steuern kann. So wie du es beschreibst, wäre doof, ja. Ja, wenn man quasi als nicht mündiger Leser einfach nicht akzeptiert wird, das ist natürlich dann ein Problem letztlich, ja, genau. Und das finde ich ja ganz interessant, diese Comixology-Seite, die wir angesprochen hatten, die hat ja diesen Guided View und auch da kann man sich entscheiden, nochmal zurückzuspringen und so. Das ist ja gar keine Animation, da wird einfach der Fokus des Lesenden immer in Bildausschnitte gelenkt. Man kriegt erst die komplette Page gezeigt und dann springt man quasi von Panel zu Panel oder wenn man so will, von Highlight zu Highlight in einer großen Seite, in der dann eben auch die Sprechblasen gut zu lesen sind. Was unter anderem auch hilft, das Ganze auf kleinen Displays gut zu präsentieren. Ja, ist natürlich ein Kompromiss, ne? Also da würde ich sogar vielleicht eher noch bei Katharina wieder sein, weil ich auch denke, das nimmt mir so schon auch Freiheiten als Leser, wenn mir sozusagen vorgegeben wird, wo ich meine Highlights und in welcher Reihenfolge ich die setze. Das versuche ich natürlich als Zeichner oder Gestalter mit einer Doppelseite im Comic auch. Da versuche ich ja auch den Blick zu lenken und zu sagen, ich will jetzt hier eine Überraschung erzeugen, indem ich den Blick erstmal nach unten rechts lenke und irgendwo links gibt es dann irgendwie was ganz Überraschendes zu sehen. Das ist aber bei diesem kleinen Bildschirm eben einfach nicht anders machbar. Da muss man sich halt so entscheiden. Das ist die Freiheit, die Scott McCloud, Daniel hat es eben schon gesagt, beschworen hat, was so die Unabhängigkeit vom Format angeht. Die hat sich meines Erachtens nur sehr, sehr bedingt bewahrheitet, gerade mit Einführung der üblichen kleineren Displays auf Tablets und noch viel mehr auf Handys. Ist eher das Gegenteil der Fall. Da muss ich irgendwie klarkommen damit, dass ich so einen kleinen Bildschirm bediene. Und das schränkt eigentlich auch oft ganz schön ein, finde ich. Mhm. Ja, also da muss ich direkt mal einhaken. Ich hadere auch sehr mit dem Trend. Vor allen Dingen Webtoons ist ja wirklich eine große Seite und es werden auch sehr viele, vor allen Dingen Nachwuchsleser, durch Plattformen wie Webtoons geprägt, sag ich mal. Also es wird einfach deren Geschmack für Comics geprägt. Und ich finde, dass den Hochkant-Handyscreen ist ein so undankbares Format, um bestimmte Geschichten zu erzählen. Es kommt nicht von ungefähr, dass ganz viele Stories auf Webtoons halt in den Romance-Bereich gehen und sowas, wo es hauptsächlich um Charaktere und deren Interaktionen geht und wo man dann teilweise gut einen Charakter kann man ziemlich gut im Hochformat darstellen. Da hat man dann vielleicht sogar ein bisschen mehr Platz, als man das normalerweise hätte. Aber ich bin zum Beispiel jemand, der unheimlich gerne große Landschaftsaufnahmen präsentiert und das in so einem schmalen Hochformat. Das ist einfach traurig, was dann am Ende dabei rauskommt. Ja. Und ich fürchte da ehrlich gesagt schon so ein bisschen um die Zukunft, wenn die nachwachsende Generation es dann sehr merkwürdig findet, einen breitformatigen Ansicht zum Beispiel auf einen Comic zu haben. Vielleicht überdramatisiere ich, aber ich sehe das durchaus auch kritisch. Also ich musste mein Layout sehr, sehr, sehr vergewaltigen, damit es überhaupt auf Webtoons funktioniert. Ja, wenn ich mir Tapastic angucke zum Beispiel, oder Tapas, wie es inzwischen heißt, also bestätigt das, was du sagst, ein bisschen für mich, Daniel, weil die machen es halt auch mit dem Infinite Canvas, aber es sind schon immer ganz schön mächtig große Textblöcke und es sind halt von den Grafiken auch immer Darstellungen, die man eben gut auch auf einem Handy sich angucken kann. Ist übrigens auch eine Ironie der Geschichte, oder? Also, dass auf diesen Plattformen jetzt der Infinite Canvas eigentlich der Standard ist und dass wahrscheinlich ein Seitenlayout als exotisch wahrgenommen wird von dieser Lesergruppe. Also, es ist schon wirklich witzig, wie die Sachen sich historisch entwickeln. Ja.
Gut, ist beim Film ganz genauso. Auch beim Film gibt es verschiedene Aspect Ratios, also einfach Bildverhältnisse, Bildformate, die im Laufe der Jahre immer andere waren. Teilweise haben die sich aus technischen Gründen, aus produktionsprozesstechnischen Gründen geändert. Jetzt haben wir, keine Ahnung, aktuell gibt es jetzt den neuesten Trailer vom Justice League Snyder Cut auch wieder in irgendeinem 4:3 IMAX Format, was auch erstmal ungewohnt ist. Ich glaube, da gibt es einfach verschiedene Trends, was diese Formatgeschichten angeht. Und da bedingt eine das andere, unter anderem eben auch das Gerät, an dem man den Comic letztlich liest. Und da muss man schon auch insgesamt, finde ich, nochmal fragen, ihr auch als, ja, jeweils Produzierende auch von Comics, warum sollte man Webcomics lesen? Also was sollte einen dazu bringen, auf einem Bildschirm einen Comic zu lesen? Das ist doch total schlecht für die Augen, oder etwa nicht? Das war's mal. Die Bildschirme heute, die sind doch so gut. Also ich würde da tatsächlich dann jetzt mal ein bisschen den Turn machen und weg von der Technik und den technischen Möglichkeiten hin zu den Vertriebsmöglichkeiten und den Konsequenzen, die sich daraus ergeben. Also ein Grund, warum ich sage, lest mehr Webcomics, ist einfach, dass es da sehr viel interessante und spannende Sachen zu entdecken gibt, die man sicherlich im gedruckten Bereich nicht findet. Weil wie überall im Internet, jede kleinste Zielgruppe kann bedient werden. Und wenn ich das dann weltweit mir meine Zielgruppe zusammensuche, dann macht es vielleicht auch Spaß, Comics zu zeichnen, die ich niemals drucken kann, weil ich keinen Verlag finde, der es jemals verlegt, aber weltweit vielleicht auf 150 Leute kommen, die freuen sich, wenn da jede Woche eine Folge veröffentlicht wird. Und ich glaube, da gibt es halt schon einfach eine ganz andere Vielfalt als im gedruckten Bereich. Auf jeden Fall. Und ich würde noch einen technischen Aspekt noch gerne zum Besten bringen. Ich hatte irgendwann mal ein Aha-Erlebnis in einer Kunstausstellung. Da wurden Bilder von Caspar David Friedrich gezeigt und da war auch so eine Installation, wo Caspar David Friedrich auf einem Pergament, glaube ich, gemalt hat. Auf so einer transparenten Oberfläche hat er ein Sonnenuntergangsmotiv gemalt und hat dahinter halt eine Lichtquelle gehabt, weil er, und das war dann so beschrieben in der Ausstellung, frustriert davon war, dass die Leuchtkraft des Sonnenunterganges auf einer Leinwand mit Ölfarben nicht zu erzielen ist. Hat er halt experimentiert mit Rückprojektionen sozusagen. Also ich habe an dem Tag begriffen, dass Caspar David Friedrich gerne auf einem Bildschirm gemalt hätte. Ganz einfach. Und ich finde die Tatsache, dass Bildschirme Licht ausstrahlen und dadurch ganz andere Wirkung, Kontrastwirkung von Farben und Lichterscheinungen erzielen. Das ist für mich ein großes Argument für Bildschirme einfach. Also ich mag einfach, was das Bildschirme Licht ausstrahlen. Das tut Papier eben nicht. Ich finde, da muss ich jetzt mal ein bisschen stalken. Da sieht man dann wunderbaren Farben tatsächlich auch in jedem Bild an und kann ich für die Wormworld-Saga so auf jeden Fall bestätigen. Und physikalisch gesehen ist es ja auch tatsächlich ein anderer Farbraum als auf Papier. Ja, und während im Buchbereich zum Beispiel ein schwarzer Hintergrund ganz problematisch ist, habe ich das extra so gemacht, dass die Grundkonfiguration meiner Leinwand ist halt schwarz sozusagen und die Farben und das Licht kommt halt aus diesem Schwarz heraus, während auf dem Papier man eigentlich immer von dem weißen Untergrund ausgeht und den sozusagen abdunkelt. Ja. Also die Auswahl ist natürlich das Argument schlechthin. Und auch die Facetten, der Facettenreichtum, die Diversität, die Webcomics bieten und eben auch für meinetwegen weltweit kleine Zielgruppen, die ist unerreicht. Das hat kein gedrucktes Verlagsbuch, kann das bieten letztlich, also zumindest in der Summe gesprochen. Und das ist wirklich ganz, ganz toll. Was ein Problem darstellt, ist, dass vielleicht irgendwann der Moment gekommen ist, wo sich die Künstlerin und der Künstler denkt, ich höre jetzt auf damit, einfach so mittendrin oder mir sind die Serverkosten zu teuer, ich stelle das jetzt hier alles ein oder was weiß ich, jetzt wird Tapas meinetwegen gekauft vom großen Amazon, meinetwegen von Amazon gekauft und die sind uns eh eine doofe Konkurrenz, die werden jetzt hier geschlossen und dann ist plötzlich mein Lieblings-Webcomic einfach so weg. Das ist für uns Lesenden doch echt ein Problem, oder Katharina? Ja, das ist hochdramatisch, das darf natürlich nicht passieren. Was tut man da? Irgendwie mal einmal in der Woche einen Download machen oder die Webseite runterladen. Ja. Ich weiß es nicht. Die PDFs kaufen, kaufen. Oder das Buch kaufen. Oder das Buch. Oder halt dann ein Kollektiv gründen, um das dem großen gemeinen Netzwerkbetreiber wieder abzukaufen, um weiterzulesen. Aber mal im Ernst, ich sag mal so, diesem Schreckensszenario, dass Inhalte verschwinden, muss man einfach gegenüberstellen, dass halt viele Inhalte gar nicht erst auftauchen würden, wenn es diesen Kanal nicht gäbe.
Also ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob ich mit der Wormworld-Saga auf dem klassischen Verlagswege das Konzept hätte umsetzen können, was mir vorschwebt. Ich habe tatsächlich ist die Wormworld-Saga nicht unproblematisch, was eine Buchveröffentlichung angeht, weil sie sehr breit angelegt ist mit vielen Teilen. Und Verlage werden einem immer sagen, dass lange Serien schwierig sind von der Vermarktung. Weil mit jedem Folgeband, die wenn man nicht in den Bestsellerbereich direkt reinschießt, dann ist mit jedem Folgeband die Anzahl der verkauften Exemplare niedriger. Irgendwann kommt man in das Problem, dass die ersten Bände vergriffen sind und man dann irgendwelche Auflagen nachproduzieren muss. Es ist halt, macht halt einfach Arbeit. Verlage möchten am liebsten gerne einzelne Geschichten in einem Band am liebsten haben. Und nur dadurch, dass ich das auf meiner eigenen Webseite auch veröffentlichen kann, Kapitel für Kapitel, kann ich auch sicherstellen, dass ich die Serie einfach weiterführen kann, solange ich will. Und wenn es am Ende 20 Bände werden, da habe ich gar kein Problem mit. Die Leser vielleicht auch nicht, aber ein Verlag hätte da vielleicht schon ein Problem mit, weil das bei uns nicht so üblich ist. Im Manga-Bereich, ich sag mal so, ich war da sehr naiv. Ich habe Akira gelesen, 20 Bände, und dachte, das ist doch super. 2000 Seiten Geschichte. So muss das sein. So muss ein Comic sein. Ich habe erst viele Jahre später festgestellt, dass das überhaupt nicht erstrebenswert ist, um es als Buch zu vermarkten. Mhm. Das ist, glaube ich, echt, das ist wirklich die perfekte Antwort, dass allein die Möglichkeiten, die es gibt, diesen Nachteil des eventuell ist es irgendwann verschwunden, sowas von aufwiegen. Dankeschön. Wir haben hier also noch eine Liste von Beispielen, die wir zumindest mal einfach nennen sollten. Ich denke, dass wir jetzt hier, also erstmal, es gibt unzählige richtig geile Webcomics und auch weniger geile Webcomics. Die wir jetzt aufzählen, sind allesamt Empfehlungen aus der Hörendenschaft da draußen. Und vor allem sind sie jeweils auch Beispiele eben für Webcomics, die in irgendeiner Form, ich will nicht sagen mehr machen, aber es anders machen, als Comics in Panels zu präsentieren auf Websites. Unter anderem wurde hier genannt Homestuck Homestuck. Das ist wohl ein audiovisueller Comic. Und das hatten wir vorhin schon auch mit Teilanimationen. Ich weiß nicht so genau, wie erfolgreich der läuft, wenn das so audiovisuell ist. Kennt das jemand von euch, Homestuck Homestuck? Ich habe da vorhin mal ganz kurz drauf geguckt, aber bin nicht wirklich tief eingedrungen. Ich lese eigentlich überhaupt gar keine Webcomics, muss ich zugeben. Okay. Tut mir leid. Liest du selbst auch nicht, okay. Genau, wir hatten schon eure Projekte soweit erwähnt. Dann habe ich hier noch eine Geschichte, die nennt sich Cursed Princess Club. Gibt es wohl auf Webtoon. Und dazu gibt es einen kompletten Soundtrack als Begleitung. Ich weiß nicht, ob der parallel abgespielt wird oder nicht. Das finde ich schon ziemlich cool. Ich habe zuletzt auch was gelesen. Wie hieß es denn? Also ein Western-Comic, da hat die Künstlerin auch noch, weil sie halt einfach gut Gitarre spielt, auch noch einen Soundtrack für gemacht. Es ist, finde ich, schon ein cooles Konzept, also die quasi, dass man parallel zum Genuss, zum lesenden Genuss auch noch diesen Audio-Genuss hat von eben dem ja, Soundtrack, der vielleicht auch einfach eine Stimmung erzeugt. Ich weiß nicht, wann haben wir bei Wormworld Saga den Soundtrack zum, oder gibt's den schon? Also witzigerweise gab es 2018, glaube ich, ein Projekt, das lief im Rahmen eines Workshops an einer Universität. Da wurden junge Komponisten damit beauftragt, Musik für einen 3-minütigen Wormworld-Trailer zu komponieren. Das war eine hochspektakuläre Angelegenheit. Das wurde am Ende mit einem Symphonieorchester aufgenommen in Halle. Das war einer der großartigsten Tage meines Lebens, weil ich auch ein großer Klassik- und Soundtrack-Fan bin. Aber das wollte ich tatsächlich gerade fast schon einwerfen, ganz frech. Ich fände, wenn es irgendeine sinnvolle Erweiterung von Webcomics gäbe, wäre das für mich ehrlich gesagt auch Musik. Weil das könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass man halt, vor allen Dingen, wenn man zum Beispiel durchscrollt, aber man kann das natürlich auch bei Seitenkonzepten umsetzen, dass man dann merkt, wo der Leser gerade ist und dann zwischen verschiedenen Musiktracks vielleicht umfadet oder so. Also das fände ich hochattraktiv. Scheitert für mich eigentlich hauptsächlich an der Hürde, dass eine Musikproduktion nochmal ein ganz anderes Fass ist, was man aufmacht. Und aber fände ich vom kreativen Konzept her hochgradig interessant, auf jeden Fall. Also ich glaube, wenn das begleitend zu einem Comic mit Sprechblasen wären, würde mich das wahnsinnig machen. Ich bin eine sehr konservative Leserin. Ich lese nur, wenn es leise ist. Also ich höre kein Radio und keine Musik dabei. Also man kann ja auch den Ton ausmachen.
Das sollte man tun. Da sind wir wieder bei dem, ne, bei der Autorität oder sonst wäre es auch aufdringlich. Aber dazu fühle ich mich bemüßigt, was zu sagen, muss ich einfach, weil meine Motivation für den ersten Webcomic, das habe ich eben schon mal erzählt, unser Tiertales Trust damals, war ja genau die, dass es einen Soundtrack dazu gab. Und wir nicht wussten, wie kriegen wir das jetzt eben unter einen Hut. Und neben dem Aufwand der Produktion, der Musikproduktion, die Daniel erwähnt hat, und auch dem stört es vielleicht beim Lesen, was die Katharina sagte, gibt es ja auch nochmal das Problem, das gar nicht so trivial ist, dass wenn ich die Lesegeschwindigkeit dem Leser überlasse, woher weiß ich denn dann, wenn er das Kapitel fertig hat und wann das nächste Musikstück anfängt, zum Beispiel. Ja? Das haben wir damals tatsächlich damit gelöst, dass wir den ursprünglichen Soundtrack nochmal ganz neu geschrieben haben und haben den dann versucht so zu komponieren, dass er in Loops funktionierte und dass er auch sehr zurückgenommen im Hintergrund lief. Also das war halt eher wirklich so ein bisschen so ein, ja, so eine sphärische Stimmungsmusik im Hintergrund, und wenn halt jemand schon noch nicht fertig gelesen hat und das Stück war zu Ende, dann fing es halt wieder einigermaßen smooth von vorne an. Aber das ist gar nicht so einfach zu machen. Im Großen und Ganzen, aber für die, die es interessiert und die zuhören, es gibt, ich weiß ja nicht mehr in welcher Ausgabe, in einem Comic-Jahrbuch tatsächlich einen sehr umfangreichen Artikel zu diesem Thema Comic und Musik, weil dieser Comic-Szene, ich weiß nicht, ob Katharina und Daniel auch Leute kennen, aber da gibt es einfach unfassbar viele Menschen, die auch Musik machen. Und von daher gibt es auch viele Leute, die da schon mal so rum experimentiert haben. Und auch das muss ich an dieser Stelle noch erwähnen. Der Chameleon-Comic, den du eben genannt hast, da gibt es eine Band in dem Comic. Und es gibt auch eine Vorzugsausgabe, und dieser Vorzugsausgabe liegt eine CD bei von dieser Band aus dem Comic. Das heißt, da haben wir tatsächlich auch uns den Spaß gemacht und haben irgendwie eine ganze Handvoll Stücke aufgenommen. Ganz spannend, aber tatsächlich für den unmittelbaren Lesemoment ist es auch einfach technisch ganz schön schwierig umzusetzen mit so einem Soundtrack oder Begleitmusik. Ja, ich habe mich auch nämlich gefragt, wie man das machen will und die Lesegeschwindigkeit dabei berücksichtigt, wie dann vielleicht auch Effekt, ein Paukenschlag oder so im richtigen Moment kommt. Das stelle ich mir nicht so einfach vor. Auch wenn der Blick hier vielleicht noch wandert über die Seite und der Paukenschlag kommt schon, wo eigentlich erst ganz unten der Moment ist, wo er passen würde, das ist sicherlich eine Herausforderung. Du hast das Chameleon ja zusammen gemacht mit dem Sascha Dörp, der ganz aktuell auch einen weiteren, seinen zweiten 365-Tage-Comic präsentiert. Bist du mit dem Konzept vertraut? Kannst du es uns mal kurz vorstellen? Also das Konzept ist, soweit ich das kenne, gelesen habe ich den keinen Vatertag und folge auch tatsächlich Horror im Platten? Nee, wie heißt das? Horror drinnen, Buchhaus? Drinnen heißt der. Drinnen, das heißt einfach nur drinnen, genau. Ja. Ist einfach, dass Sascha sich den Spaß macht und in seiner unendlichen Produktivität immer noch nicht genug zu tun hat und beschlossen hat, er macht jetzt noch einen Comic, wo er jeden Tag ein Panel raushaut. Also 365 Tage, das hat er wirklich ganz ernst gemeint bei Kein Vatertag. Eine sehr persönliche, wenn auch keine autobiografische Geschichte, wo es intensiv um die Frage der Adoption geht, was das mit Beziehungen macht, erstmal sehr lesenswert. Und hat das Ganze auf Facebook und Instagram täglich veröffentlicht. Fand ich sehr prima, weil man wirklich jeden Tag bedient wurde, auch wenn es dann nur ein Panel war und nicht viel passierte, fand ich das einfach irgendwie, diese Zuverlässigkeit hat mir Spaß gemacht beim Lesen. Und natürlich ist es schon auch so gedacht, dass das Ganze dann hinterher nochmal als gedruckte Version veröffentlicht werden soll und auch gut funktioniert. Ich habe da mal drauf gucken dürfen. Ja, also fand ich ein ganz tolles Konzept, einfach über 365 Tage, dann damit ja auch immer so ein, ich sag mal, fast schon einen kleinen Hype, eine Vorfreude, einfach eine sehr eng gestreckte Regelmäßigkeit zu präsentieren, hat mir sehr gut gefallen. Kein Vatertag gibt's vor allem digital, aber auch schon in der kleinen, ganz privaten Auflage in gedruckter Fassung. Und da hat der Sascha mir, beziehungsweise den Comic Cookies, einem anderen Comic-Podcast, für den ich unterwegs bin, ja, vorab einfach eine Auflage, eine Ausgabe dieser Auflage geschickt, und es funktioniert wirklich auch gedruckt. Wo ich gleich mal eine Frage einstreuen möchte. Eine Frage, die sich mir stellte, als ich damals auch die Comic Solidarity und ja eben viele der Menschen, die da in der Comic Solidarity unterwegs sind, an der Stelle liebe Grüße, eine wirklich eine ganz tolle Organisation. Vielleicht habt ihr da auch noch Erfahrungen gesammelt, die ihr gerne nochmal erzählen könnt. Also wenn ihr Comic-Machende seid, schaut auf jeden Fall nach der Comic Solidarity. Die können euch helfen, die sind super cool, das ist ein super tolles Netzwerk, ist vielleicht genau euer Ding. Da fiel mir aber die Frage ein, und das ist auch so ein bisschen jetzt hier der Übergang vielleicht zum gedruckten Buch: Wollen letztlich eigentlich alle, die ihren Webcomic machen,
gerade wenn sie den in Panels und Seiten präsentieren, dann letztlich doch irgendwie die gedruckte Fassung davon in der Hand halten, weil sich das irgendwie besser verkauft oder weil nur das der richtig echte Comic ist. Ich weiß nicht, Katharina, du hattest ja gemeint, dass bei dir das von Anfang an als Webcomic geplant war, aber ist dir vielleicht doch irgendwie so ein bisschen ein Stein vom Herzen, wie sagt man das, Stein vom Herzen gefallen, als du dann doch irgendwie auch als Buch vorlag? Also ich habe mich darüber gefreut, aber ich hätte mich von mir aus nicht darum gekümmert. Mhm. Also es ist irgendwie, also für mich war das Werk im Netz und das Buch hat sich erst dann aus dem Max und Moritz Preis ergeben, dass der Verleger mich da dann angesprochen hat, sag mal, wollen wir nicht. So, also natürlich habe ich mich darüber gefreut. Ich fasse gerne Dinge an und ich bin tendenziell auch eher eine klassische Buchleserin. Mhm. Aber wie gesagt, also ich hätte mich nicht aktiv darum gekümmert. Es geht mir übrigens ganz genauso, also würde ich genau so beantworten. Also ich habe da mit der Wormholz-Saga auch anfangs überhaupt nicht drüber nachgedacht. Und erst als dann die Verlage angefragt haben, ob das denkbar wäre, habe ich angefangen, darüber nachzudenken und war auch erst skeptisch. Es ist auch tatsächlich so, dass wir den ersten, ja, drei Kapiteln kann man eigentlich sagen, von der Wormholz-Saga, es wirklich schwierig war, das auf Seiten runterzubrechen, weil ich wirklich nicht drauf geachtet habe, auf diesen Rhythmus der Doppelseite, den man ja doch bei gedruckten Comics doch eigentlich versucht einzuhalten. Und war dann recht angetan davon, dass der Produktionsabteilung, in dem Fall vom Tokyo Pop Verlag, dass es doch gelungen ist, das umzubrechen, ohne größere Katastrophen, sag ich mal. Und ich sag mal so, es schadet nicht, ein Buch zu haben. Aber ich könnte auch ohne leben, sag ich mal. Wobei leben, die Einnahmen aus dem Buchausgaben haben tatsächlich auch geholfen, das Projekt mit weiter voranzutreiben. Und es gab auch eine Zeit, wo ich gehofft hatte, dass die Buchausgabe das Projekt finanziell tragen könnte. Diese Hoffnung ist leider enttäuscht worden und jetzt, das Blatt hat sich dann irgendwann gewendet, dass ich der sozusagen das Projekt der Buchausgabe hinterherhinkte und die Buchausgabe lange auf neuen Nachschub warten muss und dann gerät das aus dem Tritt und dann wird es richtig kompliziert mit Buchausgaben. Wenn das irgendwie nicht so glatt durchflutscht, sondern ja, wenn es da zu Verzögerungen kommt, das mögen Verlage überhaupt nicht, wenn sich Bände verzögern und sowas und dann wird es wieder Stress und dann, ehrlich gesagt, bin ich fast schon wieder auf dem Standpunkt zu sagen, dann lieber vielleicht vorsichtiger mit der Buchausgabe, damit man sich diesen Stress nicht macht, den man dann vielleicht ausgesetzt ist. Zwei Beispiele wurden noch genannt für interaktive Comics und das fand ich doch ganz irgendwie auch faszinierend, weil es ein, wenn man so will, noch sehr viel aktiveres Lesen verlangt. Eins, wo ich halt wirklich einfach mit dem Comic interagiere. Einmal das Beispiel Trumpet. Das ist wohl ein Comic, ich habe mir das ein bisschen angeguckt, das wird ja grundsätzlich schon auch auf Seiten und in Panels präsentiert, aber es gibt teilweise so Buttons, die Dinge auslösen, teilweise Sounds, teilweise Bewegungen und du letztlich so ein bisschen aktiv an diesem Comic teilnimmst oder zumindest Dinge einfach auslöst. Du kannst sie wiederholen, du kannst, glaube ich, sogar zurückspringen und sie ein zweites, drittes Mal auslösen und hast damit natürlich einfach, ja, ein bisschen so, wenn man so will, es wirkt ein bisschen wie so ein Comic mit GIFs zum Beispiel. Ja, es wirkt es ein bisschen von der Vorstellung her. Ist ein interessantes Konzept. Und was ich auch noch interessant fand, weil es mich an Bücher aus meiner, glaube ich, Grundschulzeit erinnert hat, DigiRef. Bei DigiRef gibt es so Entscheidungsmöglichkeiten. Eine Figur fragt eine andere Figur etwas, willst du es entweder so oder so? Und je nachdem, wie die lesende Person es gerne hätte, kann sie auf eine Taste drücken und das nächste Panel wird beeinflusst, in welche Richtung einfach diese Entscheidung geht. Und so ergibt sich quasi kein linearer Lesefluss, sondern einfach so eine Art Netzwerk an potenziellen Möglichkeiten von Geschichten. Und auch die lassen sich wieder zurückscrollen, wenn man so will, und dann einfach in anderer Reihenfolge lesen. Deshalb fand ich auch ein sehr interessantes Konzept. Björn, klingt es für dich wie was, wo du mal einen Blick riskieren würdest? Habe ich natürlich. Hast du? Das habe ich tatsächlich, DigiRef habe ich tatsächlich im Rahmen meiner Beschäftigung mit den Webcomics mir angeschaut, weil ich ja auf der Suche war eben nach Comics, die eben auch Dinge machen, die sich im Druck nicht so ohne weiteres veröffentlichen lassen oder realisieren lassen. Und das, was DigiRef macht, ist ja klassisches hypertextuelles Erzählen. Das heißt, ich habe mehrere Erzählstränge, die ich gegebenenfalls in beliebige Richtungen folgen kann. Das lässt sich natürlich ganz schwer drucken. Ich kann mich erinnern, als Kind habe ich so
Adventure-Bücher gelesen. Die haben das versucht. Da war es halt Text und da stand halt, wie man es kennt, du stehst vor einer, in einem Raum, links ist eine weiße und rechts eine schwarze Tür. Durch welche Tür gehst du? Lese weiter auf Seite so und so. Das ist aber irgendwie halt einfach ein klassisches Computerding. Deswegen heißt es ja auch Hypertext. Ist was für einen Rechner. Ist aber ganz schwierig, finde ich, narrativen Spannungsbogen damit aufrechtzuerhalten. Alldieweil, ich weiß ja nie, welchen Weg nimmt denn der Leser oder die Leserin. Also weiß ich auch nicht, wie ich diesen Spannungsbogen aufrechterhalten soll. Und es ist natürlich, wenn ich es jetzt wirklich hypertextuell mache, auch mörderaufwendig, weil ich nicht eine Geschichte erzähle, sondern quasi x Varianten von einer Geschichte mir ausdenken und schreiben muss. Nun ist DigiRef ein bisschen experimenteller. Da kann man einfach in verschiedene Richtungen gehen und eigentlich sind es eigentlich immer Einzelscreens oder Einzelbilder, die auch funktionieren. Aber ich habe schon mal Spaß an sowas. Das ist aber das, was ich eben meinte mit dieser, oder Daniel hatte, glaube ich, diesen Begriff dieser Zwischenhölle genannt. Das ist wieder so ein Format, das ist nichts Vertrautes. Die meisten Leute, die irgendwas erwarten, werden sich nicht lange damit aufhalten. Ich glaube, das ist immer nur eine kleine Gruppe von Leuten, die auch Spaß hat an Experimentieren und sich mal auf neue Wege führen lassen. Und das scheint sich immer nicht so richtig durchzusetzen, ist mein Eindruck. Ich glaube, sowas wird häufiger rezipiert und wissenschaftlich aufgearbeitet, als es gelesen wird, um es mal ganz böse zu sagen. Ne? Das ist ein gefundenes Fressen für Forscher. Ich bin ja selber auch irgendwie in der Komfort. Das sind irgendwie, da kann man sich unendlich mit beschäftigen. Es ist hochgradig spannend. Manchmal habe ich wirklich das Gefühl, es gibt also mindestens genauso viele Wissenschaftler, die sich mit beschäftigen, wie tatsächlich Lesende. Ich wollte da in dem ganzen Zusammenhang noch ein Projekt von einem guten Freund und Kollegen aus Münster, dem Florian Biege, erwähnen. Der hat auf Instagram ein Projekt gestartet, das ist tituliert mit Phantom Rain. Und da war es so, der hat auf Instagram immer so ein paar Panels veröffentlicht und hat dann seine Zuschauer sozusagen gefragt, was soll als nächstes passieren? Und in den Kommentaren, die dann geschrieben wurden, hat er sich dann, ich weiß gar nicht, ob er das randomisiert rausgesucht hat oder ob er sich das rausgesucht hat, was ihm selbst am besten gefiel. Aber er hat dann die nächste Ausgabe, die nächsten Panels hielten sich dann an die Vorgabe aus der Leserschaft sozusagen. Und so geht das über viele, viele Episoden. Im Moment ruht das Projekt, glaube ich. Zumindest hat es den Anschein. Aber das fand ich doch auch eine sehr interessante Variante des interaktiven Comics. Einfach der Zuschauer bestimmt, wie es weitergeht. Mutig. Das ist toll, ja. Das beliebteste Beispiel auch da aus der Comicforschung ist die Church of Cointel. Das geht noch ein paar Schritte weiter und der komplette Comic wird nur von den Lesern geschrieben und gezeichnet. Es ist hypertextuell, das heißt, von jedem Panel aus kann man in jede Richtung weiterzeichnen und das ist halt irgendwie, es sind halt weiße Panels, die von den Lesern gefüllt werden. Tolles Ding. Nicht weiter verwunderlich, dass es da nicht einen einzigen Handlungs- oder Erzählungsstrang geht, dem man länger als 30 Sekunden folgen kann. Aber dafür war es günstig produziert. Ja. Wahrscheinlich, obwohl ich glaube, da steckt richtig viel Programmier-Know-how drin von den Machern. Aber macht schon mal Spaß, drauf zu gucken. Und dann möchte ich noch erwähnen, als Beispiel für Teilanimation einmal The Ice. Das habe ich mir auch komplett angeschaut. Da gibt es 4, 5 Geschichten. Kann ich alles in die Shownotes verlinken. Also da keine Sorge. Ihr kriegt dann auf jeden Fall raus, über was wir hier sprechen, wenn ihr mal guckt, was da so unten in die Shownotes alles noch rumliegt. Das ist letztlich was auch mit, ja, einfach teilweise übereinander klappenden Bildern oder Bildern, die sich ganz schnell abwechseln und dann so eine Art Verwischeffekt eintritt. Und es sieht einfach ganz toll aus. Da können wir zum Beispiel Geister darstellen oder ja auch einfach Betonungen auf spezielle Fokusbereiche innerhalb des Panels legen. Das ist ganz toll, gefällt mir. Und dann auch noch die Empfehlung zu Tale of Fiction, auch ein deutscher Webcomic und da gibt es verschiedene Geschichten auch, dass du beispielsweise im Scrollen, jemand geht in so eine Art Zeitmaschine rein und plötzlich scrollst du weiter, aber irgendwie bewegen sich die Panels nicht, dafür fängt die Zeitmaschine an zu rotieren und so. Das sieht wirklich ganz toll aus. Oder Daniel, du hattest vorhin ein Beispiel genannt, das dich inspiriert hat, auch dadurch deine Figur fallen zu lassen, durch die Panels hinweg. Und hier gibt es auch eine Kapitel bei Tale of Fiction, wo wir am Bildschirmrand die ganze Zeit eine fallende Person sehen, die, wenn man so will, so eine Art Fortschrittsbalken darstellt, beim Scrollen durch das Kapitel. Auch das ist wirklich faszinierend. Macht übrigens auch einfach Spaß zu lesen, finde ich. Das waren die Beispiele, die ihr da draußen uns genannt habt und die wollte ich auf jeden Fall alle erwähnt haben. Ich habe sie mir alle zumindest mal angeguckt
und war da teilweise auch wirklich sehr angetan von dem. Vielen Dank dazu. Jetzt hat ihr es bereits angesprochen, so ein Webcomic zu produzieren. Das ist ein anderer Produktionsprozess, als es vielleicht ist, das ganze Ding ja von vornherein als Buchkonzept irgendwie an den Start zu bringen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass du da gute Vergleiche ziehen kannst, Katharina, denn du hast ja wirklich einiges veröffentlicht, eben auch direkt eben auch als Print schon geplant. Was würdest du denn sagen, ist so der gröbste Unterschied im Produktionsprozess? Also bei mir war der Unterschied der, dass ich dieses Hochhaus ja über 2 Jahre hinweg gebaut habe. Also ich habe immer wöchentlich eine Etage aufgestockt. Und ein Buch plant man natürlich in einem Rutsch, in einem Stück. Und beim Hochhaus war es so, dass ich ja schon wusste, wie lang ich daran sitzen werde. Und ich hatte auch ein paar Geschichten und Ideen natürlich vorher. Aber eins meiner Ziele war, dass ich da auch durchaus aktuelle Ereignisse verarbeite. Mhm. Und ich hatte mir dann, also es gibt sozusagen ein analoges Hochhaus, das sind 4 sehr große Papptafeln mit riesigen Tabellen, wo ich die Handlungen mit kleinen gelben, vielen, mit sehr vielen kleinen gelben Klebezettelchen die Handlungen und Dialoge eingebaut habe. Und dann hatte ich noch verschiedene andere Farbmarkierungen, mit denen ich mir dann diese roten Fäden, die sich durch das Hochhaus durchziehen, markiere. Und ich hatte dann ein paar Sachen vorgeplant, aber viele Sachen sind dann wirklich erst in der Nacht vor der Veröffentlichung entstanden. Mhm. So, also deswegen ist das, also jedenfalls bei dieser Form des wöchentlichen Strips natürlich überhaupt nicht vergleichbar. Und gerade so dieses Technische, also ich ganz ehrlich, ernst, ich krieg's kaum auf die Reihe, den Blog zum Podcast am Laufen zu halten, weil das einfach nicht mein Metier ist. Und du musstest hier eine ganze Seite aufsetzen. Hast du das selbst gemacht? Hast du da Hilfe gehabt? Wie sieht das aus? Die Seite habe ich bauen lassen von programmieren lassen von einem befreundeten Grafiker. Also meine eigene Homepage kann ich irgendwie betreiben, aber das war einfach, das überstieg meine Fähigkeiten. Und der hat mir aber ich finde, der hat das irgendwie ganz toll gemacht und hat mir dazu ein Backend programmiert, wo ich dann wirklich nur noch die einzelnen Etagen reinladen musste. Und bei diesen Etagen war noch, also das, was meine technischen Fähigkeiten halt komplett überstieg, war, dass sich diese einzelnen Bildfenster überlappen. Ich weiß nicht, ob einer von euch das Hochhaus während des Baus gesehen hat. Oh ja. Oder ob ihr das nur fertig kennt. Also, und dann erinnerst du dich vielleicht in die oberste Etage, weil das ja so eine isometrische Darstellung ist, kann man immer ein bisschen reingucken. Ja. So, und die nächste Etage musste dann natürlich aber sozusagen bautechnisch richtig anschließen. Also man hat immer wieder, oder ich habe immer mit jeder Etage das andere Bild so ein ganz bisschen überlappt. Und das überstieg meine technischen Fähigkeiten, aber es ließ sich alles lösen. Daniel, du bist technisch sehr versiert. Das sieht man, wenn man dir 5 Minuten im Twitch-Stream folgt, was du einfach, also ich bin beeindruckt. Erzähl mal, wie war das bei dir? Wie viel technisches Know-how ist für deine Produktion notwendig? Und worin glaubst du, unterscheidet sich das vielleicht auch davon, einen Comic zu kreieren, der letztlich vor allem als Buch erscheinen soll? Ja, also erstmal die auf die Webseite, die sich um die Wormholz-Saga herum spinnt, sag ich mal, bin ich auch einigermaßen stolz. Die ist jetzt zwar, was sag ich mal, die Skalierung auf verschiedene Screengrößen oder so angeht, ist sie nicht auf dem neuesten Stand der Technik. Also es ist kein responsives Design, aber es ist eine hochspezialisierte Webseite, alles handgecodet, damit die Sachen funktionieren, so wie sie da funktionieren sollen. Und ich habe glücklicherweise mich schon relativ früh für Webdesign interessiert und an meinen eigenen Webseiten gebastelt, auch als es sowas wie WordPress oder sowas noch gar nicht so richtig gab, mit dem man sich eine Webseite hätte konfigurieren können. Und von daher hat mein Know-how bisher immer ausgereicht, um das zu machen. Und mit jeder Anforderung, die man dann hat, lernt man dann wieder ein kleines Stückchen dazu. Und mittlerweile kann man auch ganz viel im Internet recherchieren. Wenn man mal irgendeinen Kniff nicht selber hinkriegt, dann findet man irgendeinen, der da ein Tutorial auf YouTube aufgenommen hat oder so. Also das macht mir auch Spaß, das Basteln. Und was jetzt, ja,
also mit den Buchproduktionen hatte ich eigentlich nie so richtig viel zu tun. Es war immer meine Prämisse, dass wenn Bücher gemacht werden, dass ich da nicht mit behelligt werden soll mit dem Layout-Prozess. Das war auch so zugesagt vom Verlag und deshalb kann ich gar nicht so einen direkten Vergleich ziehen, was jetzt so anders wäre, wenn ich jetzt für ein Buch produzieren würde. Ich schätze mal, es wird hauptsächlich so in Richtung Deadlines und sowas gehen, was da den Unterschied macht. Also ich bin jemand, der gerne strukturiert arbeitet. Und was ich merke ist, die Struktur, die ich jetzt im Moment für mich so in den letzten Jahren eingestellt habe, ist die Struktur, die sich über die Patreon-Seite ergibt. Da gibt es Unterstützer, die das Projekt finanzieren, die ermöglichen mir einen wöchentlichen festen Produktionstag. Das ist immer freitags passiert das. Und da weiß ich immer, dass ich ein bestimmtes Pensum habe, was ich an diesem Freitag schaffen will. Und ich schreibe auch immer sozusagen einen Abschlussbericht, der dann auf der Patreon-Seite veröffentlicht wird, um so ein bisschen Rechenschaft abzulegen gegenüber den Leuten, die mich da unterstützen. Und das schafft mir eine schöne Struktur, muss ich sagen, die einem so ein bisschen am Laufen hält, wo man auch Feedback bekommt. Und ja, das ist wahrscheinlich schon ein bisschen anders, als wenn man jetzt ein Buch für einen Verlag macht. Wobei, ich arbeite gerade an einem Kinderbuch mit. Da lerne ich jetzt da zum ersten Mal eigentlich, wie das dann so abläuft, was dann so das Lektorat für eine Rolle spielt, was die einzelnen Funktionen da bei so einer Buchproduktion sind. Das ist schon sehr anders. Fühlt sich sehr anders an, als so einfach sein eigenes Ding im Internet durchzuziehen. Interessant. Das heißt also, die kürzere, wenn man so will, also die kürzeren Intervalle, in denen Teile des Comics erscheinen oder auch erschienen sind damals bei dir, Katharina, ermöglichen natürlich auch einen viel engeren, unmittelbaren, kurzfristigeren Austausch mit den Lesenden. Das heißt also, man könnte zum Beispiel auch einfach das positiv formuliert, das Feedback besser einarbeiten. Ja, ist natürlich ein spannender Punkt. Muss aber sagen, ich glaube, die technischen Hürden, die würden mich jetzt abschrecken. Also könnte ich zeichnen, könnte ich digital zeichnen. Vielleicht würde ich jetzt mich von so einer Infinite Canvas also eher abschrecken lassen. Ist das ein Problem, Björn? Sind die technischen Voraussetzungen, die man für Produktionsprozesse von Webcomics braucht, vielleicht einfach echt ein abschreckender Moment für Künstlerinnen und Künstler, für Indie-Künstler zum Beispiel? Ich glaube fast nicht mehr, weil die nachwachsenden Generationen sind ja immer vertrauter mit den Technologien. Und ich sag mal, irgendwas Gezeichnetes, wenn es im einfachsten Fall was Gezeichnetes ist, einzuscannen und zu veröffentlichen in irgendeinem Blog, das kriegt heute jeder hin. Wenn ich zum Beispiel meine eigenen Kinder betrachte, die setzen sich lieber ans Tablet und versuchen da zu zeichnen, als es auf Papier zu tun. Das heißt, sie haben es schon digital. Es ist sicherlich ein Grund dafür, warum halt doch relativ wenig mit experimentelleren Methoden, wie wir sie angesprochen haben, Soundtrack oder Animationen gearbeitet wird, weil das braucht dann schon eine ganze Menge Know-how. Ansonsten denke ich eher, dass das einfacher ist, online was zu veröffentlichen als via Print für die meisten Leute. Daniel, du hast ja auch diesen unmittelbaren, regelmäßigen Austausch mit deinen Lesenden. Ist das vielleicht auch einer der diese einfach gravierenden Unterschiede, dass du halt sehr viel mehr unmittelbares Feedback bekommst und damit vielleicht auch eine ganz, also sehr viel engere Lesendenbindung hast? Also halt, also dass sie sich viel mehr mit deinem Comic identifizieren und das viel, einfach viel näher sind zu dir und deiner Arbeit, als es vielleicht der Fall wäre, wenn du eben, keine Ahnung, alle 6 Monate, alle 12 Monate was veröffentlichen würdest? Also ich habe da ja den direkten Vergleich. Ich habe ja über weite Teile meiner Produktion wirklich das so durchgehalten, dass ich nur fertige Kapitel veröffentlicht habe. Und das ging fast 10 Jahre so. Und das 10. Kapitel, was jetzt letztes Weihnachten rausgekommen ist, das war das allererste Kapitel, das ich auch seitenweise vorveröffentlicht hatte. Und da habe ich wirklich den Vergleich und ich muss sagen, ich würde am liebsten noch viel hochfrequenter den Leuten meine Sachen liefern können, weil das einfach toll ist, dieses direkte Feedback zu haben. Man kommt dann in so einen Groove rein und man ist dann mit dem Publikum zusammen an diesem Projekt dran. Und was ich auf jeden Fall glaube, ist, dass diese Nähe zum Autor auch für das Publikum eine bestimmte Bedeutung hat. Also ich hatte jetzt zu den Autoren der Comics, die mich so beeinflusst haben in meinem Leben, keinen direkten Draht oder keine besondere Beziehung. Ich habe die Uderzü
Uderzo und Goscinny nie kennengelernt. Ich habe nie mit einem Otomo gesprochen oder irgendwie. Und die Leute, die meine Geschichte lesen und die können natürlich einmal ganz normal über Social Media an mich herantreten, aber wenn sie dann auch noch Unterstützer sind, dann haben sie über Patreon sozusagen einen direkten Kanal zu mir. Ich achte darauf, dass ich jegliche Kommentare, die auf dem Kanal laufen, auch auf jeden Fall beantworte. Und das wäre natürlich ein Traum gewesen, wenn ich damals beim Akira lesen dem Otomo hätte schreiben können, hey, gut gemacht, das Kapitel, super. Naja, also das sind halt völlig andere Grundvoraussetzungen irgendwie. Darf ich da was fragen? Daniel, vielleicht auch Katharina, ich weiß, ob du die Erfahrung gemacht hast, also in meiner wissenschaftlichen Auseinandersetzung, damit habe ich mich auch mit diesem Aspekt der Partizipation des Lesers auseinandergesetzt und Extrembeispiel, über das ich da gestolpert bin, war ein amerikanischer Zeichner, also, das sagt, der ist Terrell Hunt und hat den Webcomics Goblins gemacht. Der hat den irgendwann eingestellt wegen Nervenzusammenbruch, weil er mit der Interaktion der Leser nicht mehr, das hat ihn so gestresst und der ist überhaupt nicht gekommen. Und wenn ich das sehe, weiß ich, bei dir sehe ich es, Daniel, ich bei Sarah Burini sehe ich es auch manchmal, weil das Leben ist kein Ponyhof. Das ist ja wirklich, wirklich viel Kommunikation, die ihr da so betreibt. Ist das nicht auch manchmal ganz schön ein Stressfaktor? Also ich jedenfalls habe ziemlich genau deswegen keine direkte Kommentarfunktion bei mir eingebaut. Also weil ich dachte irgendwie, das kann ich überhaupt nicht bearbeiten. Und vor allem gibt es dann ja auch, oder ich weiß nicht, wie das jetzt ist, aber damals diese presserechtliche Geschichte, dass du für Kommentare auf deiner Homepage, die da abgegeben werden, verantwortlich bist. Also das habe ich von vornherein ausgeschlossen. Und bei mir lief das dann irgendwie über Facebook etc. Und das war noch zu handeln, obwohl es auch manchmal stressig war. Hm. Ja, ich habe zum Glück nie, also bei mir hält sich das Kommentieren immer in Grenzen. Also es ist jetzt bei der Wormhole Saga, ich erkläre mir das so, dass das Publikum so zusammengesetzt ist, es sind teilweise sehr viele gesettelte Leute einfach, die das lesen, die teilweise das auch für ihre Kinder mitverfolgen, um denen das noch weitervermitteln zu können oder so. Das ist sehr ruhig immer und ich habe nie wirklich Stress mit Kommentaren oder sowas gehabt. Das ist, da bin ich echt gesegnet mit einem vernünftigen Publikum, dass da keinen großen Stress macht. Ich konnte das bisher eigentlich immer einfach nur genießen, dass da Feedback kam. Und was ich ganz interessant fand, ist, und das ist ja eine Sache, die ich bei Webtoons mitbekommen habe, oder weshalb sich das Projekt, die Wormhole Saga für Webtoons extra zu konvertieren, auch für mich gelohnt hat. Dort bei Webtoons gibt's ja auch eine Kommentarfunktion und da habe ich bisher immer die besten und tiefgründigsten Kommentare von den Lesern gehört, auch was die Interpretation und sowas angeht. Also es scheint da eine Menge Leute zu geben, die sich über Geschichten Gedanken machen und die dann anfangen zu interpretieren und die sich gegenseitig erklären, wie das und das zu verstehen ist und sowas. Das fand ich doch schon sehr faszinierend. Also alleine wegen der schönen Kommentare, die man dort bekommt, halte ich auch an dieser Webtoons-Ausgabe fest, auch wenn sie Mühe macht. Ja, es wird in dem Augenblick irgendwie kritisch, indem du, wie soll ich sagen, aktuelle politische Sachen kommentierst. Also da fühlen sich Leute schneller dazu aufgerufen, das zu kommentieren. Also ich will mich jetzt auch gar nicht beschweren, wirklich schlimm war es nicht, aber ich war schon froh insgesamt, dass ich keine direkte Kommentarfunktion da hatte. Hm. Wie ist das? Ich glaube, für Neue Deutschland zeichnest du täglich oder regelmäßig auch, habe ich gesehen. Das ist ja dann sehr politisch, ne? Ja. Meistens tagesbezogen. Aber da gibt es jetzt nicht online auch irgendwie Kommentarfunktionen, wo du Erfahrungen mit hast, wie die Reaktionen sind oder? Es gibt Kommentarfunktionen in den sozialen Netzwerken und da habe ich inzwischen auch sehr interessante Erfahrungen mitgemacht. Aha. Ich hatte meinen ersten richtigen Shitstorm letztes Jahr. Ah. Sehr, keine schöne Sache. Ne? Ich habe da beruflich gerade auch mit zu tun. Beschäftige mich gerade damit. Es scheint tatsächlich so zu sein, dass auch in diesem Corona-Jahr dieses Bashing und Shitstorming massiv zugenommen hat. Also viele Leute haben viel Zeit, ja. Ja, das scheint Homeoffice, sein, ja. Im Homeoffice. Und Frust. Ja. Da glaube ich tatsächlich,
sorry, aber nur ein Satz. Da glaube ich, dass es wirklich einen ganz, ganz großen Unterschied macht, was man überhaupt ins Netz stellt. Ich meine, dass man zu den tagespolitischen Themen natürlich die ganzen üblichen Verdächtigen hat, die dann gerne einen Kommentar dazu verfassen. Das ist ja, liegt ja irgendwie auf der Hand. Wenn man jetzt eine Fantasy-Story, eine All-Ages-Fantasy-Story schreibt, das hat natürlich nicht annähernd so ein Konfliktpotenzial. Ja. Das ist auch ein riesiger Unterschied, glaube ich, einfach. Du könntest vielleicht ein paar Nazis da mal einbauen, so Fantasy-Nazis, um diese Erfahrung zu machen. Ich weiß gar nicht, ob ich die Erfahrung machen will, ehrlich gesagt. Aber noch mal irgendwie eine niedliche Geschichte zum Thema Leserkommentare. Es war wirklich so süß, als ich angefangen habe, das Hochhaus zu bauen, kam eine Frage, also es kam viele, viele Fragen oder nette Anmerkungen. Und eine Frage war aber die am häufigsten gestellt wurde. Und zwar, warum es kein Waschbecken in der Küche gibt. Das fand ich so lustig. Ich hab dann, glaube ich, irgendwie dann, als ich dann fertig war damit, irgendwann mal die komplette Antwort veröffentlicht. Und sie ist auch das Vorwort in dem Buch, warum es kein Waschbecken in der Küche gibt. Ja. Total geil, total schlüssig. Das fand ich echt süß. Ja, worüber sich Leute Gedanken machen. Toll, ganz großartig. Viele der Webcomics entstehen ja komplett in Eigenregie. Das heißt also, es gibt in vielen Fällen meistens eine Person, die sich hinsetzt, eine Idee, ein Konzept verfolgt und dann das ganze Ding rausballert. Und das könnte ja Segen und Fluch zugleich sein. Ein, sag ich mal, klassischer Comic in einer perfekten Welt wird in Zusammenarbeit zumindest in einem gewissen Rahmen mit einem Verlag veröffentlicht. In einer noch perfekteren Welt gibt es einen dicken Vorschuss und vielleicht ein paar Ideen und einen Austausch. Aber letztlich gibt es einen Lektor oder einen Redakteur, der einen gelegentlich noch begleitet, Hinweise und Tipps gibt, gerade für neue Schaffende oder jungschaffende Comic-KünstlerInnen, und da ist man vielleicht so ein bisschen an die Hand genommen im gewissen Rahmen. Bei so Leuten, die halt so komplett ihr eigenes Ding machen, die könnten ja auf die Nase fallen. Andererseits haben sie natürlich keine Grenzen und Schranken, die ihnen gesetzt werden, sind völlig frei in ihrer Entfaltung und müssen sich eben nicht an irgendwelche Vorgaben, an irgendwelche Wertevorgaben insbesondere oder eben auch an technische Vorgaben halten, die sie eventuell von einem Verlag bekommen. Jetzt hast du, Katharina, da ja vielleicht auch einen Vergleich. Ist es Segen und Fluch zugleich? Ist es geiler, unabhängig von einem Verlag einen Webcomic zu veröffentlichen? Oder ist es vielleicht auch ein bisschen viel auf einmal? Also, ich hatte von den Verlagen, mit denen ich bisher irgendwie zusammengearbeitet habe, war das schon irgendwie eine, sagen wir, eine sehr freie und gleichberechtigte Zusammenarbeit. Also es war, also ich habe mich da nicht besonders eingeschränkt gefühlt oder aber auch jetzt nicht irgendwie überbetreut. Also würde ich jetzt so nicht behaupten. Nee, ich würde eigentlich nicht sagen, dass ich jetzt irgendwie mich alleingelassen mit diesem Webcomic gefühlt habe. Also das war ja auch die freie Entscheidung. Also ich wollte das genau so und ich könnte da jetzt irgendwie gar nicht sagen, dass ich mich jetzt bei einer Arbeitsweise wohler oder nicht so wohl gefühlt habe. Und Daniel, bei dir war es ja so, dass du auch erstmal von dir aus gearbeitet hast und die spätere Umsetzung im Verlag, die kam ja dann ganz unabhängig davon, was du bereits gemacht hattest. Ne? Ja, genau. Das war auch genau die richtige Reihenfolge meiner Meinung nach. Also im Grunde finde ich, ist es eigentlich sehr wertvoll, wenn man erstmal eine Plattform hat oder ein Medium hat, in dem man völlig ohne Vorgaben oder ohne, dass jemand die Hand hält oder so, erstmal machen kann. Und dann kann ja ein Verlag gerne gucken, ob ihm das gefällt. Und wenn dann nachträglich ein Verlag kommt und sagt, hey, das können wir uns auch als Buch vorstellen, dann sind ja im Grunde schon alle Fragen geklärt. Die Inhalte sind ja in der Regel dann schon fertig. Und dann gibt's ja gar keine Gelegenheit mehr, daran rumzumäkeln. Und der Verlag weiß ja, was er kriegt. Also ich finde diese Reihenfolge ganz, ganz attraktiv eigentlich. Also dass man vielleicht auch gerne diesen Independent-Bereich als so eine Art Pool betrachtet, in dem die Talente, sag ich mal, sich beweisen können und vor allen Dingen auch wachsen können. Also man muss ja auch nicht der erste Webcomic, den man rausbringt, muss ja auch noch nicht perfekt sein. Das merkt man dann ja auch vielleicht am Feedback, das man so bekommt, ob man da auf dem richtigen Weg ist oder nicht. Und dass, wenn man dann irgendwann, sag ich mal,
ein Profil für sich entwickelt hat und die Arbeit irgendwie vielleicht hervorsticht aus dem ganzen Pool, sag ich mal, dass dann vielleicht eine Zusammenarbeit mit einem Verlag zustande kommt, wobei ich jetzt gar nicht so klingen möchte, als wäre das irgendwie ein höherer Schritt, sondern es ist vielleicht einfach eine Ausweitung des Ganzen. Ich finde, das ist zum gleichen ein Auswahlprozess von Seiten der Verlage, als auch einen Prozess, dass die wichtigsten Schritte, die eigene Sprache zu finden, den eigenen Stil zu bilden, erstmal in Eigenverantwortung von den Künstlern getan wird. Und dass einem da nicht schon wie als Newcomer direkt einen Lektor einen an die Hand nimmt und einen verbiegt, damit es ein bisschen besser verdaulich ist, was man da macht oder so. Ich finde das ganz gut so, wie sich das so einstellt oft. Mhm. Das ist ein bisschen Fluch und Segen der deutschen Comic-Szene. Ich glaube, die Frage stellt sich oft gar nicht so, weil so richtig Geld verdienen damit tut ja doch keiner bis heute. Das führt aber da natürlich auch zu einer enormen kreativen Freiheit, weil wenn ich nicht auf den Markt gucken muss, dann kann ich machen, was ich will, um es mal so ganz pointiert auszudrücken. Und ich glaube, das spiegelt sich nach meiner Erfahrung auch in der deutschen Comic-Verlagswelt wider. Mir wäre jetzt kein Verlag bekannt, der hingeht und sagt, ich suche ein ganz bestimmtes Profil von Zeichnern mit einem ganz besonderen Stil und einer ganz bestimmten Art von Story, weil ich die irgendwie einfach ein großer Stückzahl verkaufen will. Da ist es eher andersrum, wie es auch Daniel erlebt hat. Da wird eher was schon da ist, entdeckt und gut gefunden. Und Leute, die mit Spaß und Engagement dabei sind, und das sind die meisten Verlage in dem Bereich, weil die alle nicht groß sind, die freuen sich dann halt. Und dann ist häufig, glaube ich, auch eine sehr nette Betreuung da. So, was Katharina eben beschrieben hat. Ich sehe den größten Vorteil in einem Verlag tatsächlich einfach es hat einen gewissen Komfort für Zeichner und Autoren, wenn es Leute gibt, die sich halt um den ganzen Kack, den man vielleicht als Indie-Mensch sonst selber macht, kümmern. Nämlich, wie kriegt man das Ding gedruckt und wie kriegt man es unter das Volk? Und auch noch ein bisschen Hilfe dabei kriegt, wie man das für die Druckendstufe reinzeichnet und auch noch ein bisschen Lektoratshilfe kriegt. Das ist halt ganz schön und komfortabel. Du hattest unser vorletztes Thema nämlich schon angesprochen, Björn, und das, glaube ich, müssen wir auf jeden Fall noch thematisieren, nämlich die Frage der Refinanzierung. Und da haben wir ja auch hier mit Daniel auch jemanden, der da herausragendes Beispiel dafür ist, wie das funktionieren kann. Aber erstmal zu Björn, wie sind da deine Beobachtungen? Webcomics, die starten, glaube ich, häufig als ein Projekt, in das man erstmal nur investiert als Künstler. Und dann kommt da vielleicht am Ende was raus, vielleicht auch nicht. Du hast jetzt schon Plattformen genannt. Wir hatten hier Crowdfunding, da gibt es verschiedene Plattformen, wie auch Kickstarter. Patreon haben wir ja schon genannt, wo die Sarah Burini unterwegs ist. Gibt aber, glaube ich, auch Spendenmodelle. Wie sind so in dem Bereich deine Beobachtungen, Björn? Ja, ich muss zugeben, dass ich das jetzt die letzten 2-3 Jahre gar nicht mehr so beobachtet habe. Mein Eindruck ist aber, da ist auch nicht so wesentlich viel passiert. Also wenn im Print kein Markt da ist, dann ist der Online, glaube ich, auch erstmal nicht da. Es gibt die Möglichkeit, sowas wie Sarah Burini macht, und ich glaube, Daniel hat ja auf dem Wege auch zum Teil gearbeitet, an die Leserschaft ranzukommen und die sich so weltweit ein bisschen zusammenzusammeln. Aber ich glaube, da gehört halt auch enorm viel Engagement dazu. Also so ein bisschen, wie ich es bei Sarah Burini mitkriege, diese ganze Bedienung, das ganze Bedienen der sozialen Medien und diese Crowdfunding-Aktion, das ist halt einfach auch echt viel, viel Arbeit. Das ist eine Chance, aber auch viel Arbeit. Also ich sehe nicht so richtig Einnahme- oder Verdienstmöglichkeiten im Bereich der Webcomics. Das sind wirklich rare Ausnahmen. Aber da kann Daniel, glaube ich, mehr zu sagen, weil er es einfach selber ganz viel probiert hat, oder? Ja, ich habe da unheimlich viel probiert und bin auch schon seelisch darauf vorbereitet, da auch in Zukunft noch sehr viel rum zu experimentieren. Ich finde, dass ich von dem ganzen Crowdfunding-Gedanken mit Plattformen wie Patreon, und das ist ja auch nicht die einzige Plattform, es gibt jetzt auch die deutsche Variante Steady, heißt die, wenn ich mich nicht täusche, und noch andere kleinere Plattformen. Patreon ist wahrscheinlich die beliebteste, weltweit größte Plattform für, ich sag mal so, fortlaufendes Crowdfunding. Im Gegensatz zu Kickstarter, wo man ein einzelnes Projekt pitcht und dafür ein Budget
versucht einzusammeln, geht es bei Patreon ja darum, dass man regelmäßig Zahlungen von Fans bekommt. Letztendlich ist es ein bisschen wie eine Subscription, also so ein Abo, was die Fans bei einem machen. Und das, ehrlich gesagt, finde ich, ist deshalb sehr attraktiv, weil mein Angebot zum Beispiel auch an meine Fans ist, wenn ihr mich auf Patreon unterstützt, produziere ich meinen digitalen Comic und veröffentliche den, damit ihn alle lesen können. Und das ist alles. Wenn ich alle Kickstarter-Kampagnen, die ich bisher gemacht habe, gingen zum Beispiel davon aus, dass irgendwas Physikalisches entsteht, zum Beispiel ein Buch. Die Kickstarter-Kampagnen für die englischen Bücher, zum Beispiel von der Wormworld-Saga, die waren sehr erfolgreich, bedeuteten aber auch, dass danach eine komplette Buchproduktion angestoßen werden musste. Und für mich ist ehrlich gesagt immer noch der heilige Gral, einfach nur für das digitale Webcomic, das im Web veröffentlicht wird, das zu refinanzieren über Fanbeiträge. Weil das wäre aus der Sicht des Künstlers die einfachste Lösung, in der kein physikalisches Objekt mehr dazwischen steht, wo auch als Mittelsmann nur noch der technische Bereitsteller der Plattform dazwischen steht. Und viel einfacher geht es dann fast nicht mehr. Eine große Herausforderung ist, genügend Leute anzusammeln, die einem dann das Projekt refinanzieren. Daran scheitert es dann oft. Und hast du da einfach Glück gehabt oder bist du einfach mit einem Plan rangegangen? Wie hast du diese Community aufgebaut? Ja, über die Zeit halt, ne? Und ich bin ja auch noch längst nicht am Ziel meines Weges, was das angeht. Also ich versuche das alles ganz transparent zu machen. Es gibt sogar einen Statusbalken auf der Wormholzager Webseite. Direkt oben unterm Header kann man genau sehen, wie viel Budget mir zur Verfügung steht und wie viel Budget ich eigentlich bräuchte, um Vollzeit an der Wormholzager arbeiten zu können. Also im Moment kann ich ungefähr 20% meiner Zeit mit dem Budget von Patreon abdecken. Und das wird auch verproduziert, sage ich mal. Mit dem Ergebnis, dass das Kapitel 10, ich hatte es schon erwähnt, zu Weihnachten wurde es veröffentlicht, ist das allererste Kapitel, das komplett über Fanbeiträge finanziert wurde. Allerdings auch das, wo ich am längsten dran gearbeitet habe. Das hat über drei Jahre gedauert, das 10. Kapitel zu finanzieren, weil es eben noch keine Vollzeitproduktion ermöglicht im Moment. Und ich glaube, bei dir ist ja auch ein ganz wesentlicher Aspekt, du bist ja, wie du selbst sagst, ja auch recht transparent, das ganze Merch drumherum. Es gibt sehr viele Dinge fernab des Comics, also zum Comic, den ich kaufen kann. Das sind nicht nur die gedruckten Bücher, aktuell arbeitest du, glaube ich, auch an 3D-Figuren. Ja. Ist das der Weg, den alle einschlagen müssen, T-Shirts und Stirnbänder mit den Figuren drauf? Nein, ich glaube, dass es überhaupt gar keinen vorgezeichneten Weg gibt. Ich glaube, jeder muss gucken, wofür hat er Energie. Und was macht überhaupt Sinn in einem gewissen Kontext, sag ich mal. Das Projekt, was du jetzt gerade erwähnt hast, dass ich an Actionfiguren arbeite, ist einfach mal wieder so eine Schnapsidee von mir, weil ich bin total auf dem Nostalgietrip im Moment und erinnere mich an die ganzen Star Wars Actionfiguren, mit denen ich als Kind gespielt habe. Und ich habe mir irgendwie in den Kopf gesetzt, dass ich meine Figuren aus meinem Comic auch als Actionfiguren haben möchte. Und aber weil ich jetzt nicht davon ausgehe, dass es mir gelingt, echte Actionfiguren zu produzieren, mache ich sie halt einfach digital. Aber sie sollen schon aussehen wie echte Actionfiguren und sie kriegen vor allen Dingen auch eine Verpackung wie eine echte Actionfigur. Also mit Blister und mit Pappkarte dahinter und allem drum und dran. Und die werde ich auch sicherlich irgendwann zum Verkauf anbieten für alle, die genauso wie ich Spinner genug sind, um eine digitale Actionfigur zu kaufen. Ja. Ich habe schon mal darüber nachgedacht, ob ich eine Tapetenkollektion auflege. Ich finde, man sollte wirklich an alles denken, alles, woran man Spaß hat. Was man nicht machen sollte, meiner Meinung nach, ist, sich zu verkrampfen und zu sagen, andere Leute verkaufen T-Shirts von ihren Sachen, ich muss unbedingt T-Shirts produzieren. Ich habe zwar keinen Bock auf T-Shirts, aber alle machen es so, also muss ich es auch machen. Das, glaube ich, ist der falsche Ansatz. Aber wenn man irgendwo das Gefühl hat, hey, da hätte ich jetzt selber Bock drauf, sowas zu haben, dann ja, muss man mal gucken. Wenn man dann die Zeit und die Lust dafür aufbringen kann, einfach mal ausprobieren. Also viel verrückter als kostenlos Comics ins Internet stellen, können die Ideen eigentlich nicht sein. Ja, dann lass doch hier am Ende unseres wirklich ganz tollen Talks noch mal ein bisschen
einen Blick in die Glaskugel werfen. Lass ein bisschen spekulieren und vielleicht drüber nachdenken, was für Themen den Webcomic ja in nächster Zeit, in den nächsten Jahren, sagen wir sogar mal, beeinflussen könnten. Was glaubt ihr, wie entwickelt sich der Webcomic, vielleicht auch insbesondere der deutsche und aus Deutschland stammende Webcomic, wenn man da irgendwie eine Eingrenzung machen möchte? Ich habe da unter anderem auch ein, weiß ich was, ein Interview mit dir gehört, Björn. Da ging es um die Frage von HTML5 und den technischen Möglichkeiten, die da im Raum stehen. Was glaubst du, wenn du einfach mal ins Blaue raten möchtest, wie sieht die Zukunft des Webcomics aus? Oha, ich habe es befürchtet, dass die Frage am Ende kommt. in meinem kleinen Büchlein Webcomics habe ich die letzten drei Seiten auch der Perspektive gewidmet. Da habe ich, glaube ich, am längsten dran gesessen, weil es ist wirklich, also zum einen ist es wirklich ein bisschen Kaffeesatzleserei. Zum anderen ist es immer, ja, wie soll ich sagen, laufe ich, glaube ich, Gefahr oder bin ich damals zumindest Gefahr gelaufen, mehr und innovativere Bewegungen mir zu erhoffen, als realistischerweise entsteht. Ich glaube, das wird alles ganz gediegen sich so weiterentwickeln, wie wir es die letzten Jahre erlebt haben. Das heißt, es wird weiter gekämpft und gesucht nach Möglichkeiten, irgendwie auch ein bisschen Geld damit zu verdienen, damit man zumindest einen Teil davon vielleicht refinanzieren kann. Es wird sicherlich immer wieder passieren, dass neue Technologien aufgegriffen werden. Ich glaube, was die Darstellung von Responsive Webdesign angeht, sind wir noch nicht am Ende, was Comics angeht. Ich glaube, es wird weiterhin ein großer Charme dieser ganzen Webcomic-Szene sein oder dieser Bereich sein, dass es halt einfach eine sehr lebendige Bewegung bleibt, wo sehr viele unterschiedliche Sachen zu finden und zu sehen sind. Da würde ich auch gerne nochmal auf die Comic Solidarity verweisen, die sowas dann halt irgendwie auch nochmal in der realen Welt abbildet. Lebt auch sehr davon, dass da viele engagierte Leute sich untereinander austauschen und auch dadurch vielleicht mehr Leute sich dafür interessieren, hey, was kann man denn eigentlich machen mit Comics? Also ich habe auch so ein bisschen Hoffnung, dass das so ein bisschen was wie eine Nachwuchsförderung darstellt. Den Eindruck kriegt man auf jeden Fall. Katharina, wie sieht es bei dir aus? Hast du eine Vorstellung davon oder eine Idee, wie es mit dem Webcomic weitergehen könnte? Und wie geht es persönlich ganz bei dir weiter? Also wie es weitergehen könnte, da würde ich mich Björn anschließen. Was ich mir wünschen würde, wären nochmal wirklich neue Ideen zum Thema Form Follows Function. Also das ist, glaube ich, alles noch nicht wirklich ausgereizt. Und da würde ich mich irgendwie echt drüber freuen. Aber ich jetzt erstmal selber bin erstmal vorläufig mit dem Thema Webcomics so ein bisschen durch. Es war diese eine Sache, die ich unbedingt machen wollte und die nächsten Projekte, die danach kamen, die waren dann schon alle wieder im Print und ich denke auch weiter jetzt erstmal im Buch. Vielen Dank. Ja, Daniel, bei dir werden wir wahrscheinlich noch viele, 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 viele tolle fortsetzende Kapitel hoffentlich kriegen. Ich bin gerade in Kapitel 8, also ich bin noch auf dem Weg zur 10 und ich freue mich schon drauf. Erzähl mal, was schätzt du, wie geht's weiter, sowohl generell als auch bei dir? Also ich persönlich, was so die Zukunft angeht, wo mein größtes Augenmerk drauf liegt, ist die Möglichkeit von Transaktionen, die man mit Leuten machen kann, so mal ganz abstrakt gesagt. Also ich warte schon zum Beispiel lange auf eine hochgradig verbreitete Währung oder Zahlungsmöglichkeit, mit denen die Leute Kleinstbeträge bezahlen könnten. Ich bin hellhörig geworden, als Facebook seine eigene Währung angekündigt hatte und habe mir schon gedacht, hey, wenn meine Facebook-Follower die Möglichkeit hätten, mir irgendwelche Centbeträge für einen Post oder sowas zur Verfügung zu stellen, das würde auch schon einiges ändern, wenn das einfach unkomplizierter wäre. Und eine Sache, auf die ich jetzt gerade seit ein paar Wochen ein Auge geworfen habe, ist das Thema Kryptoart. Die Möglichkeit, digitale Kunstwerke in der Blockchain so zu verschlüsseln, dass sozusagen digitale Originale daraus werden. Ich gucke schon immer neidisch bei den Comic-Messen auf die Leute, die Originale verkaufen können, weil sie ihre Comics analog erstellen und dann sowas wie getuschte Seiten oder sowas verkaufen können. Das ist bisher dem digitalen Künstler nicht möglich, aber es entsteht gerade so eine Krypto-Art-Szene, in der man digitale Originale verkaufen kann. Und ich fände es einfach ziemlich klasse, wenn ich in absehbarer Zeit einzelne Panels der Warworld-Saga als Originale an Fans verkaufen könnte, zum Beispiel.
das ist wahnsinnig faszinierend gewesen, als ich das in deinem Twitch-Stream gesehen habe. Das fand ich so krass. Da hat es für mich eine ganz neue Welt eröffnet. Also wirklich nochmal die Empfehlung, in deine, glaube ich, nicht so oft, aber dann doch immer mal wieder stattfindenden Twitch-Streams reinzuschauen. Regelmäßig, montags und donnerstags. Von 21 bis 23 Uhr. Das war irgendwie so ein ganzen Tag, den du gemacht hast. Glaubst, das war ein Jubiläumsstream, so. Ja, genau. Ja, das war den ganzen Tag, genau. Ganz großes Kino. Danke. Ganz großes Kino war aus meiner Sicht heute auch der Talk, den wir hatten. Wir haben uns, glaube ich, sehr umfangreich über verschiedenste Facetten des Webcomics unterhalten. Vieles haben wir angeschnitten, vieles wirklich nur auch oberflächlich, und wir haben auch ganz viele Beispiele, die es natürlich gegeben hätte, nicht genannt. Ich bin aber trotzdem sehr froh, dass ihr drei euch heute die Zeit genommen habt, mit mir, mit uns gemeinsam, ja, letztlich hier über die Webcomics zu sprechen. Und auch für euch da draußen den Hinweis, wenn ihr mal ein bisschen genauer schauen wollt, was die drei hier so sonst noch so machen, wenn sie mal nicht gerade bei mir im Podcast zu Gast sind, schaut auf jeden Fall auch mal in die Shownotes. Ihr findet da alle relevanten Links zu den Websites, den Social-Media-Auftritten und generell auch zu Möglichkeiten, die jeweiligen Werke zu kaufen, solange sie nicht verlagsvergriffen sind. Gebjörn. Und ja, ja. Da werdet ihr auf jeden Fall auch mal Kontakt aufnehmen können. Und an der Stelle nochmal vielen, vielen Dank, liebe Katharina, lieber Björn, lieber Daniel. Bis zum nächsten Mal. Ja, danke an dich. Ne? Vielen Dank für das schöne Gespräch. Ja, danke. Ich fand's auch gut. Tschüss. 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 Sehr geehrte Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, wertes Publikum, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Zeit. Wenn Ihnen gefallen hat, was Sie heute gehört haben, empfehlen Sie uns doch bitte weiter an Ihre Freunde, Bekannte und Verwandte, an jeden, von dem Sie glauben, unser Podcast gehört genau um deren Ohren. Wir freuen uns sehr auf Ihr Feedback, das Sie gerne hinterlassen können auf den Social-Media-Plattformen, wie zum Beispiel Facebook, Twitter, Instagram oder auch bei uns im Blog unter tele-stammtisch.de. Da gibt es Kommentarfunktionen, bitte nutzen Sie die bitte und bewerten uns auch noch. Wir sind ein Podcast, der von seinen Bewertungen lebt. Gehen Sie auf Apple Podcast, auf podcast.de, auf Google Podcast oder eine der vielen weiteren Plattformen, auf denen man Podcasts bewerten kann. Und bewerten Sie uns, das wäre total toll. Wir danken Ihnen vielmals. Und wenn Sie noch ein bisschen Geld übrig haben, dann nutzen Sie doch die Gelegenheit, uns via PayPal eine kleine Spende zukommen zu lassen oder die Amazon Affiliate Links zu nutzen, die Sie in den Shownotes finden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao!